Wir befinden uns auf. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Karte heißt, denn normalerweise wird das hier oben links eingeblendet und ich habe es einfach vergessen. In der rechten oberen Ecke befindet sich die blaue Zerg-Spielerin vom Clan Myrisk, Miezekotze. Und in der linken unteren Ecke ihre Kontrahentin in Gelb. Es ist Zerg Girl. Tja, und die beiden geben sich heute in einem nickeren Best of Seven kräftig ins Gesicht. Da wir natürlich den deutschen Stream stellen, werden wir vermutlich ein bisschen, nur ein ganz klein bisschen, voreingenommen sein, was die Spielentwicklung angeht. Ich werde aber versuchen, trotzdem einen professionellen Cast zu liefern, so wie ihr das von mir gewohnt seid. Beide Spielerinnen schieben sich jetzt erstmal gegenseitig die Overlords auf die andere Seite der Karte. Zirkel dabei jetzt schon ihren rechten Overlord hier ein bisschen mehr in Position auf der rechten Hälfte zu bringen, um vielleicht nachher mal in der Mainbase scouten zu können, was denn da so Sache ist. Auch Miezekotze schickt Miezekotze stattdessen eben eher darauf bedacht, den Observer, den Overlord eben hier neben die Natural Base zu schicken, damit sie später eine schnellere Möglichkeit hat zu sehen, ob denn eben auch, ne, wobei das wird sie ja mit dem ersten Overlord sowieso scouten, ob denn jetzt hier eben eine Hedge First genommen wird oder nicht. Das riskieren aber jetzt beim ersten Aufeinandertreffen beide Spielerinnen eher nicht. Gas und Pool für Zerkle, Gas noch nicht für Miezekotze. Sieht also so aus, als wollte Zerkle gleich mit kräftiger Aggression in das Spiel starten. Hat sich das Gas hier zuerst geschnappt und damit eben die Möglichkeit, jetzt 100 Gas zusammenzusammeln, die sie genau dann haben wird, wenn der Pool hier fertig wird, sodass sie also Speed Instant in Auftrag wird geben können. In dem Augenblick, wenn der Pool fertig wird, da sind die 100 Gas, da kommt jetzt der Speed und da sollte jetzt zumindest vielleicht der Speed kommen. Ja, komm, 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 wo bleibt denn Speed? Wo bleibt denn Speed? Da kommt erst noch eine Queen. Okay, die Queen wollte zuerst haben, dann jetzt noch den Speed rausgekloppt. Ja, und damit wird sie jetzt vermutlich gleich anfangen, ausschließlich Linge zu produzieren, um eben anschließend mit einem Riesenschwall an Speedlingen den Tech-Vorteil zu nutzen und Miezekotze hier drüben kräftig ins Gesicht zu hauen. So, wir schauen mal, ob das tatsächlich so funktioniert, wie sie eigentlich will. Gleichzeitig hat sie sich jetzt hier vorne noch die Goldbase genommen, um eben damit noch ein verstärktes Mineralieneinkommen zu haben, was ihr dann eben letztendlich die Möglichkeit geben sollte, noch mehr Zerglinge zu produzieren. Miezekotze hat es allerdings gesehen, weiß also, was Sache ist, hat jetzt erstmal die ersten zwei Linge herübergeschoben, weiß jetzt natürlich selbst, dass sie ebenfalls schnell Gas nehmen muss, um ihre Speedlinge zusammenzukriegen, wobei Speed vermutlich erstmal nicht mal unbedingt das Mittel der Wahl ist. Sie muss sich gleich entscheiden, ob sie wirklich selber Speed nehmen möchte, denn der würde natürlich wahnsinnig zeitverzögert eintreffen. Sie braucht nun deutlich länger als Zerkle, um ihren Speed fertig zu kriegen. Wird also womöglich gleich instant auf ein Baning-Nest wechseln. Das werden wir sehen. Im Augenblick kann Miezekotze noch nichts gegen diese Goldbase hier unternehmen, einfach weil sie nicht schlichtweg nicht genügend Units hat. Und das könnte sich vielleicht tatsächlich langfristig rächen. Sieht tatsächlich so aus, als hätte Zerkle von Anfang an geplant, diese Strategie auf dieser Karte zu fahren. Eben wohl wissend, dass sie hier die Möglichkeit hat, mit frühem Speed und eben ein bisschen Dreistigkeit und der Goldbase den Echo-Vorteil sich früh zu sichern, um damit dann eben auch die Masse an Zerklingen herauszukloppen. Miezekotze setzt jetzt erstmal den Verteidigungs-Spine-Crawler, damit sie also da die Möglichkeit hat. Ah, und jetzt sehen wir auch, wie tatsächlich die Base TV Extension arbeitet, nämlich das mit dem, die Sache mit dem First Blood. Hat mich schon immer gewundert, wie das geht. Ja, jetzt werden wir gleich sehen, ob Miezekotze tatsächlich gleich ihr erstes Spiel relativ schnell aufgeben muss, denn sie sitzt jetzt hier im Augenblick mitten zwischen den Zerklingen fest, hat selbst eigentlich keine richtigen Einheiten zum Verteidigen. Die einzige Hoffnung ist, dass tatsächlich womöglich noch dieser Spine-Crawler hier fertig wird, aber das streamen mehr und mehr Zerklinge rein. Miezekotze jetzt nicht mal mehr die Möglichkeit zu injecten, um damit eben wenigstens ein paar mehr Zerglinge rauszukriegen. Die letzten paar Zerglinge, die von hinten herein streamen. Sie hat jetzt hier eben nur noch die Möglichkeit, ein bisschen diese Linge aufzuhalten. Da fällt auch die dritte Queen. Und spätestens jetzt haben wir eben das dicke Problem, dass Zerkle bereits auch über Baninge verfügt. Wir aber im Augenblick nur Slow-Linge haben. Nicht mal über ein Baning-Nest verfügen. Und selbst wenn wir es hätten, haben wir das Problem, dass keinerlei Injects mehr zur Verfügung stehen. Langfristig gesehen werden also die Injects an dieser Hedge und auch, ne, an dieser Hedge im Augenblick nicht. Spielt aber keine so große Rolle. Nicht die große Möglichkeit bieten, das hier nochmal aufzuholen oder da nochmal ranzukommen. Da werden die nächsten Baninge gemorpht. Jetzt die Linge wütend hinten in der Mineral Line. Und leider wird das wohl ein schlechter Einstieg für Miezekotze, sodass sie also gleich mit 1:0 hinten liegt. Wie gesagt, sehr interessante, sehr aggressive Taktik, die Zerg Girl hier fährt. Ja, und da kann Miezekotze nur noch GG'n. Zerg Girl nimmt sich das erste Spiel. So, wir befinden uns im zweiten Match auf Coda. Und jetzt stimmt auch Gott sei Dank meine Grafik. In der rechten unteren Ecke, jetzt 0-1 zurückliegend vom Clan Myrisk, die deutsche Zerg-Spielerin Miezekotze. Unser aller Kitty Barf, wir herzen und wir drücken sie. In der linken oberen Hälfte vom Clan Good haben wir die Amerikanerin Zerg Girl.
die eben gerade mit einer sehr cheesigen, aber unfassbar effektiven Stress-Taktik Miezekotze in einem schnellen ersten Spiel in die Knie zwingen konnte. Mal sehen, ob ihr das auf Coda nochmal gelingt. Coda jetzt die Wahl von Miezekotze. Winners Pick ist normalerweise hier die Regel. Das heißt, wer das Spiel verliert, darf die nächste Karte auswählen, um sich damit wenigstens den kleinen Nachteil, den man jetzt ja schon durch das Zurückliegen hat, eben wieder ein bisschen auszugleichen. So, im Augenblick sind beide nur kräftig am Drohnen. Sieht dieses Mal so aus, als wollte Zirke Girl aber schon wieder in eine aggressive Taktik überschwenken, denn sie nimmt bereits wieder das Gas first. Das dient eben genau diesem Bild, von dem ich eben gerade erzählt habe. Man nimmt das Gas zuerst, baut erst danach den Pool und befüllt dann den Gasgeysir, sobald er fertig wird, mit den ersten Drohnen. Das führt eben dazu, dass im Normalfall genau dann, wenn der Spawning Pool fertig wird, man eben über 100 Gas verfügt und diese 100 Gas dann eben benötigt, um im Spawning Pool den Speed für die Linge anzuschalten. Das ist normalerweise der Hauptgrund, warum man das macht. Miezekotze geht wieder auf ihr altes Opening. Das macht auch Sinn. Obwohl es eben gerade noch nicht so gut funktioniert hat, ist es das, was man in einem Turnier eigentlich am dringendsten machen muss. Man muss zusehen, dass man sein eigenes Spiel durchkriegt und sich nicht vom Gegner das Spiel aufdrängen lässt und dann zum Beispiel wohltrainierte Pläne und wohltrainierte Strategien, die man besitzt, eben einfach ablegt, weil man nervös wird. Das ist vielleicht einer der größten Fehler, den man als Spieler machen kann, eben plötzlich zu improvisieren in einem Turnier, um dann womöglich eben irgendwelche Builds zu benutzen, in denen man allerdings nicht so gut ist wie die Builds, die man eben regelmäßig trainiert. Circle jetzt also hier definitiv, weiß jetzt definitiv, dass ihre Gegnerin eine Basis genommen hat, während nun Miezekotze ebenfalls schon weiß, dass ihre Gegnerin keine genommen hat, weiß also nun ganz genau, was sie erwarten muss, setzt dieses Mal jetzt schon den ersten Spinecrawler direkt, hat jetzt auch gleich das Gas angeworfen, sie weiß aber erneut, dass sie natürlich tech-wise immer noch hinten dran stehen wird. Circle natürlich massiv all in mit dem, was sie hier macht. Sie wird mit diesem One-Base-Build nun tatsächlich Miezekotze besiegen müssen oder alternativ natürlich so viel Schaden anrichten, dass das Spiel zwar nicht endet, beide Spieler sich aber ungefähr auf demselben Niveau dann zu dem Zeitpunkt befinden, was relativ selten ist im CVC. Sie hat auch deswegen das Baneling-Nest hinterhergeworfen, um eben mit Speed und Baneling das Spiel eben möglichst früh zu beenden. Ich hoffe, dass Miezekotze das in diesem Fall jetzt wird halten können, damit sie diese Taktik nicht womöglich alle 4 Spiele runterspielt. Ja, da wurde jetzt zumindest Miezekotzes erster Ling gekillt. Und da ist jetzt bereits die Flut an Lingen unterwegs. Miezekotze weiß genau, was los ist. Hat die ersten Linge bereits auf ihrer Seite rüberwackeln sehen. Hat sich jetzt allerdings selbst hier erstmal einige Linge produziert. Hat hier oben außerdem noch den Spinecrawler zur Verteidigung. Hat also die Möglichkeit, jetzt ihre Gegnerin womöglich zu überraschen, die im Augenblick noch nicht wirklich weiß, was los ist. Circle hat zwar hier hinten eben im Augenblick noch den Overlord hängen, weiß dass da keine Drohnen sind. So, jetzt die Linge rennen nach vorne. Nichtsdestotrotz natürlich die Speedlinge nach wie vor im Vorteil. Ich bin jetzt gespannt, ob Miezekotze versucht, zumindest ihren ökonomischen Vorteil zu retten oder ob sie eben stattdessen versucht, die Base hier unten noch irgendwie reinzuhalten. Sie muss natürlich aufpassen auf die ganzen Banelinge, die da drüben produziert werden. Sieht jetzt ganz genau, was los ist. Zieht zumindest auf einige Knie nach unten. Hat hier unten allerdings dummerweise keinen Spinecrawler, was natürlich jetzt in der Respektive ein bisschen ärgerlich ist. Wäre schön, wenn sie hier den Creep vielleicht noch ein Stückchen verbreitet hätte. Jetzt drängen die Banelinge und die Linge nach vorne. Sie hat im Augenblick nur Banelinge selbst zur Verfügung. Das Banelingnetz ist noch im Bauen. Und egal, ob diese Banelinge nun ihre eigenen Einheiten oder die Drohnen quetschen, das wäre auf jeden Fall vorbei. Sie muss irgendwie zusehen, dass sie mit Hilfe der Crawler ihre Drohnen beschützt. Und da sind die Banelinge direkt an den Workern dran und da sind ebenfalls gleich einige draufgegangen. Wir haben aber bisher nur 3 Worker gekillt, ansonsten noch ein Großteil der Units draus. Wie gesagt, Miezekotze muss im Grunde eigentlich nur zusehen, dass sie diesen Push hier irgendwie halbwegs vernünftig hält und dann wäre sie sogar im Vorteil gewesen. Jetzt hat sie natürlich das Problem, dass sie im Supply wahnsinnig runtergedrückt ist, eben noch diese Base hier zusätzlich verloren gehen wird und damit hat sie jetzt eben nicht mal mehr diesen letzten Vorteil eigentlich zur Verfügung stehen. Circle muss sich jetzt im Grunde trotzdem ein Follow-up überlegen. Sie weiß, dass sie hier hinten noch nicht wirklich effektiv rein kann. Da stehen 3 Spinecrawler. Selbst mit Baneling wird sie im Augenblick nicht allzu viel machen können. Wird also vermutlich jetzt eben einfach mit einem Soft-Contain hinten dran expandieren. Und da zieht auch schon die Drohne los. Ja, und das ist natürlich jetzt der Punkt, wo Miezekotze das Spiel mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren geben werden muss. Sie hat im Augenblick nur 11 zu 19 Drohnen. Circle, also genau der Fall, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist jetzt eingetreten. Circle konnte das Spiel zwar nicht beenden, hat aber de facto tatsächlich so viel Schaden anrichten können, dass Miezekotze jetzt weit hinten ist und Circle eben die Möglichkeit hat, aus dem, was ursprünglich mal als All-In gedacht war, jetzt eben doch in den Makro-Game hochzugehen. Miezekotze hat es gesehen,
Die Hedgerow wurde besetzt. Sie weiß, dass sie jetzt massiv hinten ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie jetzt als Follow-up-Plan sich überlegt. Da ist auch schon, ja, die Hedgerow, wie gesagt, im Bau. Sie weiß, dass sie im Augenblick hier hinten relativ unantastbar ist. Sie setzt jetzt nochmal ihre Spinecrawler neu in Position, damit die Linge eben zumindest nicht hier an der Hedgerow knuspern können. Aber ewig wird sie sich vermutlich hinter ihren Spinecrawlern auch nicht verstecken können. Versucht jetzt im Augenblick eigentlich nur verzweifelt irgendwie hochzudrohnen, nochmal eine weitere Queen rauszukriegen, damit sie anschließend auch Larven injizieren kann, sodass sie dann zumindest erstmal wieder eine exponentielle Produktion aus ihrer Hatchery bekommt. Aber das wird, wie gesagt, wohl noch eine ganze Weile dauern. Jetzt erst Metabolic Boost im Auftrag. Weitere Zerglinge, die einfach über die Map geschickt werden, während eben Zergl hinten schön expandiert. Ja, und ich schätze mal, dass die Crawler nicht sämtliche dieser Banelinge werden aufhalten können. Da schaffen es wieder einige Banelinge, zumindest mit den... Oh, da steuert sie die Drohnen direkt in die Banelinge. Was ist denn das? Wieso zündet denn Zergl ihre Banelinge? Ich hatte es einen Augenblick lang nicht aufgepasst. Miezekotze muss GG und 2-0 für Zergl. Aber... So, wir befinden uns auf Echo in der linken oberen Ecke, 2-0 führend vom Clan Good, die amerikanische Zerg-Spielerin Zerg Girl. Und in der rechten unteren Ecke unsere deutsche Zergin vom Clan MyRisk, Miezekotze. Die sich, wie ich es in der Pause schon gesagt habe, jetzt ein bisschen engagieren muss, natürlich... Versucht sie auch im Augenblick schon, sicherlich die Spiele zuvor, ihr Bestes zu geben. Aber bisher haben ihre Bemühungen noch nicht wirklich so gefruchtet, wie sie sich das wohl vorgestellt hat. Im Augenblick hat Zerg Girl jedes Mal mit einer sehr aggressiven Strategie eröffnet. Wir werden sehen, ob Zerg Girl das tatsächlich nochmal versucht. Hier seht ihr jetzt auch, wie gesagt, ihr Twitch. Und da wird wahrscheinlich jetzt auch gleich Miezekotzes Twitch kommen, sodass ihr dann also die Möglichkeit habt, auch bei den Spielerinnen jetzt aus der First Person zuzuschauen. Aber ihr bleibt gefälligst hier am Stream. Und da ist Miezekotze SC, so wie ich das schon gesagt habe. Ja, mal schauen, ob jetzt Zerg im Grunde einfach sich sagt, ja, was zweimal funktioniert hat, sollte auch ein drittes Mal funktionieren. Und dementsprechend kann ich jetzt ja eben einfach mal gucken, was ich da mache. In diesem Fall setzt die gute Jenny nun dieses Mal ihren Pool first, während jetzt aber eben Zerg genau sich das Mindgaming zunutze macht, von dem ich gerade sprechen wollte. Wohl wissend, dass jetzt eben ihre Gegnerin womöglich Angst vor einem dritten frühen, aggressiven Opening haben wird, entscheidet sich Zerg Girl stattdessen dieses Mal für das gierige Opening. Bin noch nicht sicher, ob sich das wirklich rächen wird. Miezekotze antwortet eigentlich, oder was heißt antwortet, eröffnet jetzt noch unwissend der Informationen, die ihrer da harren. Im Grunde mit ihrem Standard-Opening der Pool vor der Hatch, im Grunde ein relativ sicheres Opening, hat ihr leider in den letzten paar Malen gegen die aggressiven Taktiken von Zerg Girl nicht geholfen. Dieses Mal wird sie weniger Probleme haben, sich erstmal ins Makro-Game zu ziehen, denn dieses Mal wird ihre Gegnerin, wie gesagt, sogar für das ultimativ gierige Opening, indem sie eben zuerst die Hatchery nimmt, dann erstmal Gas nimmt, dann eben noch den Spawning Pool baut. Das heißt also im Grunde der späteste Spawning Pool, wenn man jetzt nicht gerade 3 Hatch vor Pool geht. Sie nimmt aber wohl im Grunde gut gegambelt hier von Zerg Girl, die wie gesagt jetzt ihre Gegnerin da genau richtig eingeschätzt hat, die einfach davon ausging, dass Miezekotze womöglich denselben Bild direkt nochmal probieren würde, nur vielleicht eben ein Stückchen sicherer, ein bisschen paranoider, nachdem was ihr jetzt eben zweimal in den Spielen widerfahren ist. Und das, wie gesagt, gute Mindgames, da hat sie ihre Gegnerin gut gelesen und ein Stück weit auch mit den vorhergehenden Spielen gut manipuliert. Miezekotze wird jetzt rüberrennen, wird gleich sehen, dass hier bereits die Hatchery fertig ist und auch schon eine Queen produziert. Das kann man an der wabbelnden Oberfläche der Hatch sehen. Und wird sich vermutlich jetzt ein bisschen selber in den Arsch beißen, womöglich, dass sie im Grunde jetzt doch auch schon ökonomisch ein bisschen hinten dran hängt. Ist aber nur minimal. Ihre eigene Hatchery ist eben gerade fertig geworden. Ihre eigene Queen wird jetzt auch in Auftrag gegeben, sodass sie also, wie gesagt, nur ein bisschen hinten dran hängt. Da wird jetzt bereits der Speed angeknipst, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, worauf Miezekotze da wieder wartet. Ja, hat wieder ein sehr, sehr spätes Gas, was mich abermals besorgt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie in der Lage sein wird, ohne Gas tatsächlich wieder gegen Zerg Girl vorzugehen. So wie es mir jetzt nämlich zumindest erscheint, wird sie ansonsten im Grunde eine ähnliche Strategie spielen wie eben. Aus Two-Base Linge en masse produzieren, die vor ihrer Base in Banelinge morphen und dann eben versuchen, hier vorne massenhaft Druck zu machen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Miezekotze das tatsächlich halten kann. Wir haben hier eine sehr große
große Rampe. Wir haben ja auch eine sehr breite Fläche, auf der Zerglinge manövrieren können. Entweder hier einmal außen herum, um zum Beispiel hinten Stress zu machen, aber auch eben einfach durchrennen können, um hier hinten zum Beispiel noch ein bisschen weiter Druck zu machen. Da steht zum Augenblick eine Queen. Mal sehen, ob sie... Ne, im Augenblick will sie einfach nur alles abscouten. Mehr will sie hier im Augenblick gar nicht. Versucht vielleicht noch den einen oder anderen... Die eine oder andere Drohne wegzuknuspern, wird aber ansonsten wohl nicht allzu mehr schaffen. So, Mizukozu reagiert jetzt zumindest, ahnt jetzt schon, was hier kommt und ahnt auch richtig, denn das strömen bereits die nächsten weiteren Linge über die Map. Richtet jetzt hier vorne an ihrer Rampe eben erstmal einen kompletten Wall-Off ein, sodass also die Linge keine Möglichkeit haben, einfach direkt vorbeizurollen. Und im Augenblick hat sie jetzt halt einen weiteren Spinecore da hinten. Wenn natürlich genügend Bane-Linge in Produktion sind, können die sich womöglich schon mal durch eines der Gebäude hier Bahn brechen. Die Frage ist natürlich, ob Zerggirl das jetzt tatsächlich riskiert. Will. Sie streamt, also im Augenblick strömen noch weitere Linge nach drüben. Sie droht jetzt allerdings schon wieder kräftig hoch. Ich glaube also, dass sie tatsächlich wohl eher versuchen wird, ihrer Gegnerin noch ein bisschen Angst vor dem möglichen Druck zu machen. Und immerhin ist das jetzt hier auch eine dicke Investition. Sie hat jetzt 3 Evolution Chamber gebaut, von denen sie sowieso am Anfang erstmal nur 2 benutzen kann, wenn überhaupt. Aber normalerweise auf 2-Base ihr einfach eben die Ressourcen fehlen, um tatsächlich gleich beide Upgrades anzuknüpfen. Stattdessen nimmt sie jetzt eben hier einfach ganz geschickt ihre eigene dritte Basis, weil sie ja nun mal weiß, tja, meine Gegnerin kann im Augenblick, ich kann zwar nicht in die Basis meiner Gegnerin rein, meine Gegnerin kann aber auch nicht aus ihrer Basis raus. Was mache ich also? Ich expandiere einfach ein drittes Mal, denn sicherer kann meine Basis hier hinten jetzt kaum sein. Was will meine Gegnerin denn machen? Ich habe hier vorne noch Linge, das heißt also, wenn sie versucht, irgendwie aus der Base rauszukommen, dann kann ich sie einfach direkt abfangen. Ja, und bis sie jetzt eben mit 2 Queens hier drüben erstmal diese Evolution Chamber eingerissen hat, ich würde ja ehrlich gesagt den Spinecrawler hier auch nochmal mit zur Verteidigung nehmen, wobei das auch gerade schief gehen kann, wenn dann eben tatsächlich hier doch mal Banelinge reinrollen und der Spinecrawler hier mit der Evolution Chamber beschäftigt ist und nicht eben dann hier unten schon mal die ersten Units angreift, aber jetzt geht's im Grunde los. Ich denke, Mizukozu hat schon sehr gut realisiert, dass ihre Gegnerin nicht versuchen wird, sie zu basten, schon eben anhand dieser dritten Basis, die ihr ganz klar gesagt hat, okay, Zerggirl wird mich jetzt nicht ultra hart pushen, sie wird stattdessen eben versuchen, ein bisschen später tot zu rennen und wird dazu natürlich auch die entsprechende Ökonomie besitzen. Zerggirl checkt nochmal einmal kurz, ob eben Mizukozu sich inzwischen bereit macht, ihre eigene Basis zu verlassen. Hier gehen jetzt die ersten beiden Upgrades in Bau. In der Zwischenzeit sollte jetzt hier auch schon der Leer fertig sein. Ja, der ist schon längst durch, überhaupt kein Problem. Und da kommt tatsächlich ein Spire auf 3 Basis von Zerggirl hinterher. Und jetzt wird es im Grunde für Mizukozu eng, für Zerggirl natürlich ein Stückchen auch. Mizukozu wird jetzt ein sehr, sehr schmales Zeitfenster haben, in der sie die Möglichkeit hat, ihre Gegnerin am Boden ein Stück weit zu überrennen. Das wird allerdings direkt hier von Zerggirl schon vorausgeahnt und gekontert, indem sie eben einfach jetzt hier schon die Sicherheits-Spinecrawler setzt. Das heißt, selbst wenn Mizukozu jetzt versuchen sollte, mit ihren ersten frühen Roaches nochmal über die Map zu kommen und ihr vielleicht Schaden anzurichten, eventuell kriegt sie hier drüben vielleicht die dritte. Sie wird aber es nicht schaffen, in die zweite oder gar in die Main hineinzurennen oder eben an diesen Spire heranzukommen. Und damit wird Zerggirl jetzt gleich die Lufthoheit haben. Mizukozu sieht's, weiß jetzt ganz genau, was ihres Weges kommt, muss jetzt entsprechend gucken, wie sie jetzt selber darauf reagiert. Sie muss auf jeden Fall ein paar Spinecrawler setzen, damit sie eben zumindest vor der ersten Mutterwelle ein bisschen sicher ist und ihre Eco hier nicht völlig ungeschützt steht. Muss dann aber im Grunde zusehen, wie sie versuchen will, gegen die Mutas zu kämpfen. Denn bisher hat sie ja ausschließlich Roaches produziert und wie wir alle wissen, Roaches schießen nicht nach oben. Zeitgleich versucht sie jetzt hier noch ihre eigene Hatchery durchzukriegen. Die wird sie vermutlich auch noch durchkriegen, bevor die Mutalisken rauskommen. Hat allerdings hier drüben dann nach wie vor keine Anti-Air-Verteidigung und das könnte sich, wie gesagt, langfristig rechnen. Jetzt rennen hier in dem Fall sogar nochmal besonders unglücklich einfach die Linge nach drüben, knuspern sich jetzt zumindest hier nochmal durch die Wall, müssten das nicht mehr, könnten hier einfach außen rumrennen und reißen hier womöglich so jetzt einfach die dritte und die entsprechenden Drohnen bei. Aber was soll Mizukozu machen? Sie weiß ganz genau, dass sie im Augenblick eben dieses von mir schon sogenannte nur sehr schmale Zeitfenster hat, denn jetzt sind eben die Mutalisken im Augenblick hinten zugange, können jetzt hier die Roaches eben schön angreifen. Ah, ich weiß nicht, ob sich das womöglich noch rechnen wird. Zerggirl hat jetzt tatsächlich ihre gesamte Verteidigung, die sie im Augenblick am Boden hat, hier nach vorne gezogen, sodass die Mizukozu jetzt eben die Möglichkeit gibt, hier direkt auf die Base zu gehen und dann eben, anstatt hier den abgeriegelten Bereich an der Rampe zu haben, wo auch die Engstelle ist, kann Mizukozu jetzt tatsächlich einfach mit ihren Roaches hier durchrennen, wird zwar ein paar Treffer von den Spinecrawlern abkriegen, wird aber nicht so lange aufgehalten, wie das normalerweise der Fall ist. Ja, und jetzt hat Mizukozu hier womöglich tatsächlich die Möglichkeit, noch eine Basis eben entsprechend rauszunehmen. Dann hat sie zwar eben im Grunde eine ganze Menge an Roaches verloren, denn die Roaches werden hier nach und nach alle sterben, da sie die Mutalisken ja, wie gesagt, nicht angreifen können, aber andersrum.
rum. Nichtsdestotrotz hat sie jetzt natürlich das Einkommen ihrer Gegnerin erstmal hart verkrüppelt. Das heißt, diese paar Mutas werden jetzt geraume Zeit lang das Einzige sein, was Zergirl hat. Ja, ich sage ein paar, in Wirklichkeit sind es aber 18 Stück. Und somit hat sich womöglich tatsächlich die Konterattacke von Miezekotze nicht so gut ausgezahlt. Sie hat jetzt zwei Sporecrawler hier stehen. 18 Muten sind trotzdem eine Hausnummer, das muss man einfach mal sagen. Und sie hat im Augenblick ansonsten keine andere Enter-Air. Die zwei Queens sollten sich jetzt hier auf jeden Fall zurückziehen. Ich meine, im Augenblick hat sie die sowieso nur zum Creepspell benutzt, aber die werden jetzt hier im Grunde fast eines sinnlosen Todes sterben. Hat denn die Miezekotze inzwischen hinten? Ja, sie hat zumindest ihren Hydra denn schon fertig. Damit muss sie jetzt also im Grunde wirklich nur noch ein paar Minuten durchhalten, bis sie endlich ein paar Enter-Air-Units zusammengekriegt hat, die dann auch in der Lage sind, diese Mutalisken head-on-head zu bekämpfen. Ja, ansonsten muss sie jetzt sehr aufpassen mit ihren Hydralisken. Ne? Wenn sie sich zu weit rauswagt und die Hydralisken weggepickt werden, dann wird sie letztendlich nie auf den grünen Zweig kommen. In der Zwischenzeit versucht Zergirl jetzt zumindest wieder ihre Economy auf die Beine zu kriegen, muss inzwischen hier Long-Distance-Mining betreiben, denn sie hat ja ansonsten keine andere Möglichkeit mehr, hier von diesen Mineralien irgendwas abzuernten. Aber nichtsdestotrotz hat sie natürlich nach wie vor ein Einkommen und eben diesen riesen Ball an Mutalisken, der jetzt hier auch schon relativ schnell die Einheiten weggilt. Wie gesagt, Miezekotze, brandgefährliche Situation jetzt hier für ihre Hydralisken. Sie muss einfach warten, bis sie wenigstens eine entsprechende Menge an Hydralisken zusammen hat. Muss gleichzeitig allerdings aufpassen, dass sie natürlich hier drüben vielleicht nicht ihre eigene Basis verliert. Hat hier drüben ja zumindest schon mal ein Spinecore noch gesetzt. Ja, jetzt werden ihr hier natürlich die Hydralisken rausgelockt. Und das war womöglich genau der Fehler, auf den Zergirl gewartet hat, denn jetzt konnte sie ihr sämtliche Hydralisken wegpicken. Hier drüben hat sie zwar die Basis nicht bekommen und kann sich auch im Augenblick noch nicht reinpacken, denn seit des Patches, der ja schon vor geraumer Zeit passiert ist, haben dann natürlich Sporecrawler wirklich eine ganze Menge Schaden, die sie anrichten. Aber im Augenblick macht Zergirl das hier wirklich wunderbar. Setzt sich hier genau zwischen die Produktionslinien, weiß eben genau, wo die Rally Points hinführen. Aber auch Miezekotze reagiert jetzt sehr schön ihrerseits, versucht jetzt die Mutalisken nach hinten zu ziehen, indem sie eben selber mit Roaches jetzt nach vorne stürmt. Damit erkauft sie sich jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, um wenigstens genügend Hydralisken zusammenzukriegen. Hier auf der anderen Seite versuchen jetzt die Linge nach wie vor den Spinecrawler einzugreifen. Die Hydralisken schießen jetzt von hinten drauf, damit kriegen... Okay, der Spinecrawler zwar down, der sollte auf jeden Fall möglichst schnell wieder replatziert werden, da ist auch schon einer im Bau. Miezekotze hat sich jetzt allerdings womöglich tatsächlich selbst die Zeit verschafft, die sie da brauchte. Zergirl hat auf ihrer Seite wenigstens noch mit einer weiteren Hatchery reagiert und jetzt auch hier drüben noch eine gebaut, damit sie dann eben die Möglichkeit hat, wenn sie erstmal wieder über Economy verfügt, so eine richtige Form von Burst Production zu entwickeln, sodass sie dann also auf einen Schlag wirklich aus mehreren Hatcheries richtig viele Einheiten herausklotzen kann. Denn im Augenblick spart sie natürlich eine entsprechende Menge an Kohle an, weil sie schlichtweg nicht die Möglichkeit hat, genügend Larven zu produzieren, um die Kohle auch überall auszugeben. So, die Mutalisten jetzt wieder auf der anderen Seite, aber inzwischen hat es Miezekotze tatsächlich geschafft, jetzt doch einige Hydralisten zusammenzukriegen. Muss jetzt aufpassen, die werden jetzt hier womöglich out of position erwischt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob sie da kämpfen will. Ja, zieht sich jetzt auch nochmal hier zurück. Muss jetzt zumindest sich hier eben erstmal zwischen die Sporecrawler stellen. Da kann Zergirl nicht angreifen, denn wie gesagt, der geballte Damage der Sporecrawler zusammen mit den Hydralisten, die sich hier immer mehr ansammeln, natürlich eine schöne Möglichkeit. Auf der anderen Seite nach wie vor für Miezekotze das Riesenproblem, wenn sie natürlich eine Riesenmenge an Hydralisken baut, wird sie verwundbar gegen Banelinge. Und das ist eben genau das, was jetzt hier drüben Zergirl auch schon am Produzieren ist. Den Baneling Speed erforscht sie hier im Augenblick. Wenn sie also die Möglichkeit hat, dann jede Menge Linge zu produzieren, was sie im Augenblick kann, weil sie das Gas ja im Grunde nur für die Hydralisken braucht. Und die Hydralisken kosten nicht so viel Mineralien. Damit hat sie einen gewissen Mineralienüberschuss, den kann sie in Linge stecken. Und wenn sie dann eben vor dem entsprechenden Engagement den Großteil der Linge einfach in Banelinge ummorft und es eben schafft, die Hydralisken durch Baneling-Explosion alle rauszunehmen, ja, dann verfügt abermals Miezekotze über keine Enter-Air und wird das Spiel vermutlich verlassen müssen, denn dann schafft sie es nicht mehr, ihr die Basen hier noch einmal abzureißen. Wird also, wie gesagt, größtenteils darauf ankommen, ob Miezekotze es schafft, den Baneling auszuweichen oder nicht. Das ist einer der Gründe, warum sich einige Zerg-Spieler bei Mars Mutas stattdessen eben doch noch für die etwas veraltete Infestor-Lösung entscheiden. Auch wenn jetzt die Infestoren eben inzwischen mit Fungal nur noch ein Projektil abschießen, was deutlich langsamer ist und damit eben auch nicht mehr die Möglichkeit hat, so einfach zu fangeln, wie das früher noch der Fall war, ist der Fungal eben im Grunde gut gegen beides. Naja, mit dem Fungal hätte ich die Möglichkeit, einerseits die Mutalisken zu fangeln, wenn ich sie natürlich kriege, was wie gesagt nicht ganz so einfach ist. Und auf der anderen Seite kann ich auch Banelinge und Linge damit fangeln und die tatsächlich zum Platzen bringen, bevor die überhaupt an meine Units herankommen. Von daher, also wie gesagt, das auch eine recht beliebte Alternative. Ne? Zergirl traut sich im Augenblick noch nicht so richtig in die Basen rein. Ich denke ja auch, ganz ehrlich, ich meine, hier drüben steht nur ein einziger Sporecrawler. Ich glaube schon, dass sie ihn relativ schnell einreißen könnte.
Will es aber, wie gesagt, im Augenblick nicht riskieren. Öffnet sich jetzt hier drüben noch einen weiteren Angriffspfad. Aber Miezekotze investiert jede Menge in statische Defensive. Das Problem ist natürlich auch, sie muss jetzt langsam zusehen, dass sie irgendwas gebacken kriegt. Denn jetzt ist bereits der Punkt erreicht, an dem sich Circle wieder aufgebaut hat. Dank ihrer extra Makro-Hedge hat sie jetzt eben tatsächlich die Möglichkeit, ihr bisher angestautes Income auch wirklich herauszukotzen. Wird jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit früher maxen als ihre Gegnerin. Da sind jetzt bereits die angemorften Banelinge. Ja, Pathogen Glance soll jetzt gleich fertig werden. Es sind allerdings noch keine Infestoren im Spiel und das könnte richtig bitter enden, wenn Miezekotze es schafft, ihre Hydralisken tatsächlich von den Banelingen fernzuhalten, indem sie eben ihre Roaches gut positioniert und damit eben einen Großteil der Banelinge abzufangen, beziehungsweise die Banelinge dazu nötigt, in die Roaches hineinzuklettern, dann kann sie diesen Kampf womöglich gewinnen. Wenn sie allerdings vielleicht, so wie jetzt, gleich out of position erwischt wird, dann könnte sie das hier Kopf und Kragen kosten. Jetzt kommt es drauf an, hier kommt das große Engagement. Sie versucht mit den, ja, da rollen die Banelinge nach hinten rein. Es sind so viele Banelinge, mein Gott, die Banelinge allein reichen hier schon aus, um die Bodenarmee tatsächlich einzureißen. Der Splash-Damage, der mit einzelnen Banelingen normalerweise den Roaches nicht so viel ausmacht, in der Masse jetzt aber tatsächlich einfach alles einreißt. Einzelne Infestoren, die zumindest noch die Möglichkeit hatten, einige der Banelinge hier zu fangeln. Ja, das sieht tatsächlich so aus, als hätte sie aber zeitgleich auch mit dem Fangel es eben geschafft, die Mutalisken auch rauszunehmen. Von daher doch noch ein besseres Engagement, als ich das noch erwartet hätte. Und Miezekotze sieht tatsächlich nicht schlecht aus, hat jetzt die überlegenen Einheiten im Augenblick am Boden und das sieht tatsächlich besser aus als gedacht. Aber eine Riesenmenge an Lingen strömt jetzt hier noch rüber. Und auch wenn Linge im Normalfall im 1:1 gegen Roaches nicht so gut sind, wenn wir erstmal eine entsprechend große Menge haben, dann können die Linge es trotzdem damit aufnehmen. Hier jetzt weitere Banelinge, die reingeplatzt sind. Sie schafft es jetzt im Augenblick, die Linge hier ein bisschen aufzufächern und rauszubringen. Ja, Circle merkt, dass sie mit den Lingen hier nicht direkt gegen die Roaches engagen kann. Versucht also stattdessen eben den Kampf durch Mobilität zu gewinnen und sich eben mit den Lingen hier stattdessen irgendwo da anzutreiben, wo sie eine Möglichkeit hat, Schaden zu machen. Strömt jetzt erstmal weitere Linge nach drüben. Ja, zieht die jetzt erstmal zurück. Sieht eben ein, dass sie jetzt hier nicht allzu viel mehr Schaden anrichten kann. Und Miezekotze nimmt den Supply Lead mit 133. Oh. Puh, das war auf jeden Fall toughes Engagement. Das hat wirklich ganz, ganz haarscharf gerade noch so ausgereicht. Die Mutalisken schön gefokusfeuert, gleichzeitig wohl mit einem weiteren Fangel ebenfalls noch rausgenommen, dafür aber am Boden dann gegen die Banelinge verloren. Aber das halt trotz allem natürlich der Nachteil an Banelingen. Wenn sie erstmal geplatzt sind, sind sie halt auch weg und müssen eben erstmal nachproduziert werden. Nichtsdestotrotz hat Miezekotze natürlich nach wie vor das Problem, sie hat zwar den Army-Vorteil, muss den Army-Vorteil aber im Grunde jetzt ausspielen, denn ihre Gegnerin hat nun mal den Vorteil, was die Basen angeht. Sie sitzt bereits auf einer vierten, hat hier drüben theoretisch relativ einfach die Möglichkeit, noch eine weitere Base zu nehmen oder auch hier drüben, während sie im Augenblick Miezekotze eine weitere Basis eben einfach verweigert. Nichtsdestotrotz hat Circle natürlich eben gerade auch ökonomisch doch recht ineffizient gespielt, vor allen Dingen durch das Heranmorfen so vieler Banelinge, die dann eben letztendlich nur abgetradet haben. Ja, und Miezekotze rückt jetzt vorwärts. Sie hat jetzt hier, wie gesagt, ihre kleine Infestor-Armee und im Augenblick sieht ihre Armee tatsächlich besser aus. Da haben wir gesehen, wie so ein Fangel eben auch mal schnell fehlen kann. Ist halt eben nicht ganz so einfach, da wird ein Infestor von hinten weggepickt. Ja, die Mutas müssen sich jetzt gleich entscheiden, ob sie am Kampf teilnehmen wollen oder nicht. Die Spinecone hier vorne werden nochmal rausgenommen, aber schönes Wegpicken hier von den von den Infestoren, die jetzt hier im Augenblick auch fast die einzige Enter-Air darstellen. Aber da kommen die Hydras nach hinten gerutscht. Circle passt nicht auf, verliert jetzt hier die Mutalisken da vorne. 182 zu 113 Supply und das muss doch der Win sein. Miezekotze, nachdem sie es endlich geschafft hat, ihre Gegnerin in den... Oh, zieht jetzt hier sich eben nochmal schön zurück. Im Grunde fast schon Marine-Splitting hier von Miezekotze. Aber selbst wenn die Banelinge explodieren, reicht es nicht mehr aus. Alles nicht mehr geklumpt genug. Ja, die Banelinge reichen nicht mehr. Circle droppt unter 100 Supply, wird jetzt hier die Base drüben verlieren. Ich glaube, im Augenblick weiß Miezekotze noch nicht, was da drüben ist. Ist aber auch unnötig. 2:1 für Circle. Miezekotze zieht sich endlich in ein Spiel zurück. Wir befinden uns auf Inferno Pools. Und auf der linken unteren Hälfte, gespawnt als rote Zerg-Spielerin, haben wir Miezekotze. Und in der unteren rechten Ecke, gespawnt als blaue Zerg-Spielerin, haben wir Zerg-Girl, die sich diese Map auswählen durfte, nachdem sie eben gerade im Makrospiel gegen Miezekotze sich geschlagen geben musste. Ja, und das könnte jetzt, wie gesagt, besonders kritisch sein. Zerg-Girl hatten wir gerade im ersten Spiel mit Hilfe einer Goldbasis ein sehr aggressives Opening spielen sehen. Auch diese Seite, also auch diese Karte, hat eine Goldbasis zur Verfügung stehen. Und, das kommt jetzt noch erschwerend hinzu, das weiß Zerg-Girl im Augenblick noch nicht, aber das ist natürlich nochmal besonders bitter, liegt ihre Gegnerin auch noch auf dieser Position. Das heißt, wenn sie tatsächlich wieder vorhat, einen ähnlichen Cheese zu spielen wie in Spiel 1, dann würde in der Tat diese Base hier wieder nicht nur
als extra Ressourcenboost für die Mineralien dienen, sondern gleichzeitig auch wieder als Proxy-Hedge, die also ein aggressives Spiel nochmal unendlich vereinfachen würde. Wenn wir einfach mal kurz die Distanz angucken, die wir von der Goldbase bis hier rüber haben, das ist schon sehr gering. Ne? Wenn also Zirkel es tatsächlich schafft, und da rollt auch schon die erste Drohne raus, die hier hingesteuert wird. Ja, sie checkt erstmal nochmal hier unten, ob da nicht vielleicht nochmal irgendwas gebaut wird. Rollt dann aber hier raus. Ja, und so wie es aussieht, hat sie also tatsächlich exakt dasselbe vor wie im Spiel zuvor. Will sich jetzt wohl erst die Goldbasis schnappen und dann anschließend erst mit dem Pool nachziehen. Ja, und wenn Miezekotze, wie gesagt, gut mitgedacht hat und nochmal in Erwägung gezogen hat, was ihre Gegnerin im ersten Spiel abgezogen hat und dass das mit Goldbasen zu tun hat, dann wäre es in der Tat möglich, dass sie vielleicht sogar nach diesem Spawning Pool einige Zirklinge produziert. Die Frage ist, ob sie jetzt mitkriegen wird, dass da drüben tatsächlich eine Hedge entsteht. Dieser Overlord fliegt leider nicht auf direktem Wege gerade rüber zur Base, denn er will ja hier zur Natural Base, die will sie ja als erstes scouten. Und genau deswegen, weil sie den Overlord nicht hier hinschickt, sondern weil sie eben besonders clever scouten will über die Natural Base, sieht sie die Base nicht, die hier oben gebaut wird. Denn ansonsten wäre der Overlord in derselben Richtung geflogen wie Zerg Girls Overlord und dann hätte sie die Hatchery vornehmlich gesehen. Ja, da sind jetzt trotzdem schon mal die ersten vier Linge in Produktion und da ist auch Speed in Produktion. Ja, Miezekotze hat sich also dieses Mal jetzt für das aggressive Opening entschieden, das ansonsten immer Zerg Girls gespielt hat. Sie wird also sehr, sehr schnell, ja, das ist im Grunde schon fast ein Deathwind. Es tut mir, ja, also ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass Miezekotze das jetzt so durchziehen kann, aber das ist im Grunde schon fast ein Deathwind. Sie wird ebenfalls über Speed sehr viel früher verfügen als ihre Gegnerin. Ihre Gegnerin musste ja nun aufgrund der Hatch, der Gold Hatch First, deutlich länger auf Gas und eben auch auf den Pool warten. So, der Pool ist jetzt, wie gesagt, erstmal fertig. Im Augenblick allerdings jetzt auch erst die Ressourcen fertig. So, Speed geht jetzt im Bau im Grunde eine Minute später als der ihrer Gegnerin, die jetzt eben auch die Möglichkeit hat, ein Baning Nest zu bauen. Ja, und ich würde einfach sagen, das ist Build Order Win. Also da hat Miezekotze, glaube ich, ihre Gegnerin einfach schön durchschaut, ja, genau gewusst, was da wohl kommen würde, dass hier wieder so ein Goldbase-Cheese kommen würde. Oh, und damit wird sie jetzt wohl ihre Gegnerin, ja, jetzt muss sie die Linge natürlich nur einmal losschicken. Ja, wartet wohl im Augenblick noch ein bisschen den Speed ab, da sind es nur noch 10 Sekunden, aber im Grunde kann sie die Linge jetzt schon auf die Map schicken. Will wohl bis zum letzten Augenblick abwarten, sodass der Overlord tatsächlich die ankommende Linge auch erst so spät wie möglich sieht. Ja, und dann werden die Linge, wie gesagt, diese Base hier eigentlich ohne Probleme einreißen. Und ja, dann könnte natürlich das Spiel sich trotzdem noch in eine gewisse Richtung entwickeln. Denn bis zu dem Zeitpunkt, wenn diese Base erstmal eingerissen ist, wird natürlich auch Zirkel dann über Speed verfügen. Will allerdings noch keine Banelinge zur Verfügung haben. Da jetzt, wie gesagt, die ersten Banelinge in Produktion. Jetzt rennen die Linge erstmal rüber. Wir haben Speedlinge gegen Non-Speedlinge. Ja, muss natürlich aufpassen, dass es sich jetzt hier eben nicht irgendwie töten lässt. Da umgeben sich jetzt halt eben hier schön die Linge und eben auch die restlichen Einheiten. Die Drohnen umgeben halt die restlichen Einheiten. Versuchen wir also hier mit Hoch Position Micro noch ein bisschen was zu reißen. Aber weitere Linge werden jetzt hier von Miezekotze über die Karte geschickt. Ja, da drüben wird zumindest das Baning Nest hektisch noch fertiggestellt. Könnte auch tatsächlich noch rechtzeitig fertig werden, ehe Miezekotze die Gelegenheit erhält, mit ihren Lingen über die Reste. Aber mein Gott, so viele Linge reißen so eine Hedge mir einfach down. Unfassbar, wie wenig Zeit da gerade mal verloren geht. Das Baning Nest noch nicht fertig. Ich glaube, Zirkel kreuzt im Augenblick kräftig die Finger, immer in der Hoffnung, dass sie womöglich hier jetzt noch die Chance hat. Ja, schönes Ziel sich nochmal in die Engstelle gestellt. Versucht also zumindest auf den paar Einheiten. Sie hat jetzt hier noch irgendwie das Beste rauszuholen. Die Queen, die jetzt eben von oben immer wieder draufhackt, ohne selber angegriffen zu werden. Aber der Strom an Lingen versiegt kein bisschen. Jetzt wird die letzte Queen, die noch zur Verfügung steht, damit niedergerissen. Und damit ist Zirkel jetzt in derselben Position, in der unsere Miezekotze noch in der ersten war, nur ohne die ganzen Spinecrawler. Und sie muss aufgeben. GG, Miezekotze holt sich hier 2-2. So, wir sind auf Iron Fortress und in der rechten unteren Ecke gespawnt als blaue Zerg-Spielerin die deutsche Miezekotze. Und hier kann ich nicht so schön umhergehen, weil da hinten schon das Kartenende ist. Und in der oberen rechten Ecke gespawnt als gelbe Zerg-Spielerin vom Clan Good, die Amerikanerin Zerg Girl. Ich glaube, die kommt nicht aus Kanada, oder? Ich glaube, das ist Nordamerika. Also Nordamerika auf jeden Fall, aber ich glaube hier Vereinigte Staaten. Würde ich mal annehmen. So, Miezekotze ein bisschen Pech mit ihrem Scout, aber das ist halt normal. Man muss halt eben wählen, ob man den Overlord nach oben schickt oder nach unten. Zirkel hingegen wird ihre Gegnerin tatsächlich mit dem ersten Overlord scouten. Das ist schon ein kleiner Vorteil, den man da in dem Augenblick hat. Miezekotze schickt jetzt ihren Overlord nach drüben, wird also im Grunde nicht so sehr verspätet die Informationen bekommen, weil die beiden Overlords sich eben auf halbem, ja nicht ganz auf halbem, aber auf Dreiviertelweg begegnen werden. Und damit wird auch Miezekotze wissen, wo dann eben ihre Gegnerin ist, einfach von der Position, wie weit der Overlord bereits
bereits geflogen ist, in der entsprechenden Zeit, die verstrichen ist. Sodass also auch Mitsukotze im Grunde jetzt indirekt die Information halt doch erhält, wo ihre Gegnerin ist, aber natürlich erst deutlich später die Möglichkeit haben wird, die Natural Base der Gegnerin zu scouten. So, Circle schickt jetzt eben den Overlord auf der anderen Seite heraus, hat sich im Augenblick jetzt noch nicht, sieht also auf jeden Fall nach einem Makro-Game aus. Sie will wohl Misei Kotze, nee, nicht ganz, not quite. So, okay, also wie beide, wie ich schon gesagt habe, auf so einer großen Spielermap würde man natürlich erwarten, dass die Spielerinnen normalerweise in Makro-Game gehen. Deswegen hat sich Circle auch dieses Mal tatsächlich für einen Hedge First entschieden. Ist danach allerdings tatsächlich auch wieder auf den Extractor First und dann eben in den Pool gegangen. Will also auch hier wieder ziemlich gierig spielen, während Mitsukotze das etwas sichere Opening gewählt hat. Hat also zwar auch zuerst die Hatchery gesetzt. Nee, hat sie nicht. Sie hat erst den Pool gesetzt und dann die Hatchery. Was rede ich denn hier? Ja, also erst den Pool gesetzt und dann die Hatchery. So, also wie gesagt, das deutlich sicherere Opening, auf der anderen Seite aber natürlich jetzt auch ökonomisch ein bisschen hinten dran. Sie nimmt auch im Augenblick noch überhaupt kein Gas, hat damit also jetzt auch nicht die Möglichkeit, tatsächlich irgendwie aggressiv zu werden und zum Beispiel die frühe Hatch mit dem späten Pool und damit halt eben auch mit dem etwas verspäteteren Speed letztendlich zu bestrafen. Und so wie es aussieht, will Circle jetzt tatsächlich eben eine ähnliche Strategie fahren, wie eben gerade noch auf Map 3, wo sie also einfach dann anfangen wird, aus zwei Basen richtig hart Linge zu pumpen. Wenn Mitsukotze sich dann, und ihr wird wohl kaum was anderes übrig bleiben, letztendlich eben dazu entscheidet, dann hier vorne wieder zuzuwallen, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder hier drüben die dritte nehmen. Und wir werden vermutlich einen ähnlichen Aufbau zu sehen bekommen, wie eben gerade noch in Bild 3. Ja, wieder schöner Scout hier von Mitsukotze. Das hat sie sich in letzter Zeit wirklich, seit sie jetzt wirklich richtig intensiv viel zu Hause spielen kann, auch wirklich hervorragend angewöhnt. Ihr Scouting ist normalerweise immer phänomenal. Das habe ich bisher in jedem ihrer Spiele gesehen und auch in jedem ihrer Showmatches. Das ist jetzt vielleicht natürlich ein bisschen ungelegen, den Overlord jetzt hier wahrscheinlich... der kommt vielleicht noch da was von... schafft es tatsächlich... nee, schafft er nicht mehr. Oder? Also weg. Ja, schade, das war natürlich jetzt ein bisschen ungelegen. Die 100 Mineralien hätte man sich gerne gespart. Ja, Mitsukotze bereitet hier vorne schon alles vor. Sie hat jetzt ja auch, wie gesagt, schon gesehen, dass da hinten gleich der Speed fertig wird. Weiß also, dass jetzt wieder mal Ling und Baneling in ihre Richtung kommen können. Und wie schon gesagt, ihr bleibt im Grunde jetzt nicht viel anderes übrig. Sie kann nicht noch irgendwie nachträglich versuchen, Speed noch fertig zu kriegen. Und sie kann auch nicht wirklich hoffen, allein mit Baneling das noch zu halten. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt eben noch lange kein Gas genommen hat. Sie hat einfach schon gesehen, dass der Pool bereits lange Zeit am Wabbeln war. Muss also jetzt hier vorne eben das Ganze absolut dicht machen und zuhören. Und hoffentlich schafft sie das doch gerade rechtzeitig womöglich. Oh Gott sei Dank greifen die noch da drüben an. Das hat Mitsukotze womöglich nochmal kurzfristig den Hintern gerettet. Aber dummerweise brechen sich die Dinge jetzt da drüben noch warm. Kommen jetzt hier tatsächlich rein zu großen Teilen. Mitsukotze muss jetzt eigentlich zusehen, dass sie das abwehrt und zeitgleich nach Möglichkeit wieder hier vorne so schnell wie möglich zumacht. Denn je mehr Länge hier reinströmen, umso schwieriger wird es für sie tatsächlich die ganze Situation zu erhalten. Drei klingt jetzt zumindest hier unten, die zu Hilfe eilen, aber der Spinecaller wird jetzt niedergerissen. Da ist bereits eine weitere Produktion. Sie muss auf jeden Fall zusehen, dass sie den Spinecaller hält. Da jetzt noch ein weiterer Evolution Chamber. Der beschäftigt jetzt zumindest die Linge noch ein bisschen. Und die Queens haben hier eben die Möglichkeit, nochmal auf die Linge zu gehen. Circle wird sich jetzt vermutlich erstmal ein Stückchen zurückziehen. Und im Grunde hat das vielleicht doch sogar ein bisschen besser funktioniert als... Man kann tatsächlich noch nicht fertiggestelltes Gebäude transfusen? Nee, oder? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das hatte ich mir jetzt nämlich gerade. Man kann doch kein noch nicht fertiggestelltes Gebäude transfusen, oder? Kann man dem echt noch schneller dann die Punkte? Das sah zumindest eben gerade jetzt echt so aus. Okay, Mitsukotze bricht jetzt tatsächlich mal ab. Glaubt sogar tatsächlich, dass sie wohl in der Lage ist, das Ganze hier noch ohne Gebäude zu halten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine kluge Entscheidung war. Sie hat in der Zwischenzeit natürlich eine ganze Menge Linie selber wieder fertig bekommen. Versucht jetzt ihre Queens hier vorne zu transfusen. Aber ich glaube, das war tatsächlich vielleicht ein bisschen gieriger, als sie gut getan hat. Wollte unbedingt die Ressourcen hier irgendwie erhalten bleiben. Nee, aber sie schafft's. Okay, my bad. Ja, sie wollte, wie gesagt, natürlich sich hier vorne nicht den Ausweg vollständig zerstören. Damit hat sie jetzt eben definitiv wieder die Möglichkeit, auch im Zweifelsfall Circle wieder ein Stückchen zu bestrafen, die sich offenbar dieses Mal nicht für einen Soft-Contain entscheidet. Vor allen Dingen, weil sie wahrscheinlich auch die Menge an Dingen gesehen hat, die Mitsukotze eben in der Zwischenzeit gezwungen war, zu produzieren. Hat jetzt stattdessen halt eben hier die Steine eingerissen und damit die Evolution Chamber hier hinten produziert. Damit jetzt eben keine so große Angriffsfläche mehr, wie noch hier vorne, als die Evolution Chamber eben gerade noch da stand. Ja, Banelinge, die jetzt hier reinrollen, dieses Mal versucht Circle tatsächlich durchzubrechen. Nicht dasselbe wie eben gerade noch im Spiel.
Spiel. Dieses Mal geht sie durch. Da kommt zumindest auch eine Menge Banelinge durch. Ja, sie reißt hier unten jetzt zumindest alles down, was da tatsächlich an Verteidigung noch stand. Die Spinecrawler sind zumindest noch da. Hier oben steht dummerweise noch keiner, der fertig ist. Und damit können jetzt die Linge und die Banelinge tatsächlich hier einfach ungehindert reingehen. Ja, der eine Baneling-Hit hat tatsächlich die Drohnen zwar ziemlich weit runtergebracht, hat allerdings noch nicht ausgereicht, um die Drohnen tatsächlich zu töten. Nichtsdestotrotz natürlich hier unten die Wunde immer noch offen. Miezekotzen müsste eigentlich dringend zusehen, dass sie hier unten schnell wieder diese Wall blockiert. Aber sie ist hier oben natürlich beschäftigt, irgendwie ihre Eco zu retten. Muss ich jetzt im Augenblick irgendwo hier unten um das Micro kümmern. Passt hier oben nicht mehr auf. Da werden hier jede Menge Einheiten weggeknuspert. Seien es nun ihre Queens, sei es eben nun letztendlich ihre Drohne. Jetzt zumindest hat sie endlich den Spinecrawler oben. Weitere Linge, die reinströmen. Da ist aber zumindest jetzt der erste Spinecrawler, der sich hier gerade eingräbt und damit die Sache zuschüttet. Wir haben jetzt wenigstens einen Roach auf dem Feld, aber dieser Spinecrawler wird jetzt hier gleich down gehen. Da steht gleich gerade der zweite dahinter. Circle zieht sich nochmal zurück, wird wohl nochmal in die Banelinge investieren, denn klar, sie schnuppert jetzt das Blut im Wasser, wie der Hai. Sie ist auch im Augenblick 30 Supply vorne, das sieht alles hervorragend für sie aus im Augenblick. Der Roachhorn bereits wahnsinnig angeschlagen, wenn sie jetzt auch noch da direkt durchbricht, dann auch für Miezekotze nicht mal mehr die Möglichkeit, den überlegenen Tech in irgendeiner Art und Weise auszuspielen. Der Spinecrawler wird sich hier nicht mehr rechtzeitig eingraben können, der Roachhorn wird hier gleich durchbrechen. Gleichzeitig werden mit hoher Wahrscheinlichkeit noch genügend Banelinge übrig bleiben, um die paar verbleibenden Units hier ebenfalls zum Explodieren zu bringen. Ja, die drei Banelinge können hier jetzt ebenfalls sogar noch mal reinbringen. Wir bringen jetzt noch mal die Drohnen dazu abzuziehen. Schön gespielt von Circle hier, die eben genau das vorausgesehen hat, den Weg der Drohnen bereits antizipiert hat. Wir befinden uns auf Lani Research Station auf der Map, die potenziell die letzte sein könnte. In der oberen Ecke gespawnt als blaue Zerg-Spielerin Miezekotze. Und sie liegt im Augenblick 2-3 hinten. Muss ich überlegen, wie sie den doch oft aggressiven Taktiken ihrer Gegnerin irgendwas entgegensetzen kann. Und die befindet sich auf der unteren Hälfte der Karte, in Gelb gespawnt. Es ist The Girl. Und ihr fehlt nur noch ein einziges Match, um inzwischen nur noch $70 zu gewinnen. Denn das Format für all diejenigen, die vielleicht neu eingeschaltet haben, setzt $90 in den Preispool. Und für jede Map, die der Verlierer holt, vor dem 4 zu, was auch immer, verliert der Gewinner $10 vom $90 Preisgeld. Das heißt also, gesetzt dem Fall, dass Circle dieses Spiel, ja, und sie nimmt sich die Goldbase in der Mitte. Ich hab's schon geahnt. Oder? Oder ist das nur zum Scouten? Das ist nicht zum Scouten gedacht, oder? Oder will sie tatsächlich hier oben irgendwo eine Proxy-Hedge nehmen? Ich glaube, sie will tatsächlich irgendwo proxyen. Das sieht wirklich so aus. Was zum Geier hat die denn vor? Will die einfach nur nochmal scouten? Nee. Will die hier hinten irgendeine versteckte Base nehmen? Nee. Ich glaube, sie will wirklich einfach nur scouten. Ich glaube, sie will einfach, sie ahnt einfach nur, dass ihre Gegnerin sie womöglich cheest und will einfach nur scouten. Okay, ungewöhnlich. Aber da ist sie wohl besonders paranoisch. Ja, checkt jetzt hier direkt nach dem Pool. Sieht jetzt aber eben im Grunde nur das normale Pool-Opening. Ja, und hat damit jetzt im Grunde natürlich einen Scout halbwegs umsonst rausgeschickt, hat das aus Sicherheitsgründen größtenteils getan, hat hier unten die ganze Zeit abgewartet mit der Drohne, um zu sehen, ob da oben sich ein Pool befinden würde, ein Early Pool, ein Six Pool oder Eight Pool oder irgendwas in der Art. Dann hätte sie diese Hatchery natürlich nicht gesetzt. Jetzt, wo sie weiß, dass es ein normaler Standard-Pool ist zum Expandieren, setzt sie auch selbst ihre eigene Hatchery und eben erst danach den Pool. Wird dadurch einen kleinen ökonomischen Vorteil haben, weil sie eben die Möglichkeit besitzt, ein bisschen früher davon zu profitieren, dass die Hatchery ein bisschen früher eben fertig wird, aber nicht sonderlich viel. Ja, also diesmal wohl doch nicht die Goldbase genommen. Okay, dreimal denselben Trick wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben gewesen. Ja, aber um nochmal kurz zurückzukommen, wie gesagt, Circle, also gemäß dem Fall, dass sie jetzt gewinnen sollte, hätte dann 2 Spiele an ihre Gegnerin abgetreten, müsste also $20 abtreten, würde sich dann mit 70 zufrieden geben müssen. Aber wir alle hoffen natürlich und drücken der Miezekotze die Daumen, dass sie jetzt dieses dritte Spiel gewinnt und damit ihre Hoffnungen auf den Showmatch-Sieg tatsächlich auch noch aufrechterhalten kann. Im Grunde würde ich sagen, ist das jetzt, glaube ich, bisher auch mit das interessanteste Showmatch, das übertragen wurde von Baystray TV. Ich glaube, das allererste Showmatch war Koschki gegen Poison. Ich glaube, das war sogar auch noch verhältnismäßig ausgeglichen. Das war, glaube ich, sogar auch 4-3. Nee, oder war das nicht auch sogar ein 4-0? Ich weiß gar nicht. Das zweite Showmatch war auf jeden Fall zwischen Zerggirl und Koschki, die 4-0 geplättet wurde. Ja, und Circle jetzt eben als die Titelverteidigerin, die gegen Miezekotze antritt. Sollte also Circle wieder es schaffen, den Titel zu verteidigen, dann wird sie auch im nächsten OFU-Showmatch wieder antreten gegen die nächste Herausforderin. Sollte Miezekotze das gelingen, wird sie die nächste Titelverteidigerin im Showmatch sein. Und das würde ich ihr natürlich sehr gönnen,
Von daher bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Auf jeden Fall hat der Abend sich schon für jetzt für Regie gelohnt. Diese First-Blood-Geschichte nervt irgendwie schon. Wenn man es halt nicht gewöhnt ist und darauf nicht seinen eigenen Stream aufgebaut hat. Macht aber nichts, ist nur eine Kleinigkeit. Da kann ich mit dealen. So, Zirkling steht auf jeden Fall hier draußen, will auf jeden Fall checken, falls hier ökonomisch nochmal eine dritte genommen wird. Inzwischen hat Zirkgirl sich hier ebenfalls auf Makrogirl eingestellt, denn sie spielt in diesem Falle sehr defensiv, hat in diesem Falle ebenfalls keine Gas genommen, versucht sich jetzt gegen eventuelle Attacken mit Spinecallern zu verteidigen, während Jenny hier, unsere Miezekotze, sich den Extraktor gekrallt hat und damit eben gleich auch über genügend Gas verfügen wird, um zumindest die ersten Linge zu produzieren. Das ist natürlich immer ein Stück weit kritisch. Ja, es ist also ein Stück weit jetzt immer problematisch, was damit jetzt passiert. Dadurch, dass sie jetzt natürlich anfängt, Ressourcen in Angriffsmöglichkeiten zu stecken, bringt sie natürlich ihre eigene Entwicklung, ihre eigene ökonomische Entwicklung ein Stück weit nach hinten. Das wird jetzt natürlich ein sehr interessanter, nicht nur Scout, sondern eben in dem Falle auch tatsächlich womöglich sogar noch die Möglichkeit, die Drohne hier zu vernichten. Ja, die wollte sich hier eben gerade in den Gasgehäuse stecken, da war der Söldner aber ziemlich dran. Ja, jetzt wird er hier zumindest gerettet, aber Miezekotze kriegt auf jeden Fall noch mit, wie hier unten die Base genommen wurde, weiß jetzt also definitiv, was hier los ist und dass ihre Gegnerin wirklich aufs Ultra-Makro-Spiel aus ist. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie tatsächlich ein gewisses Zeitfenster nutzen kann, denn sie hat jetzt nun mal in ein paar Angriffsmöglichkeiten investiert, die jetzt in relativ kurzer Zeit dann auch ihr zur Verfügung stehen werden. Und sie setzt es tatsächlich drauf an. Da kommt jetzt das Research für die Missile-Attacks. Sie hat auch außerdem gleich ihren Lair fertig. Der wird hier hinten fertig. Das heißt, im Augenblick weiß Zirkgirl davon noch nicht Bescheid, dass der da fertig gebaut wird. Lässt sich also womöglich jetzt tatsächlich reinlegen, weil sie jetzt eben mit dem Overlord reinfliegt und hier noch keinen Lair sehen wird. Sie hat auch hier drüben noch im Augenblick keine Sicht, weiß also nicht, ob ihre Gegnerin eine dritte genommen hat oder nicht. Das würde dieser Overlord feststellen. Der hat im Augenblick aber noch keine Vision. So, dieser Overlord wird jetzt hier erstmal rausgenommen, hat damit also nicht die Möglichkeit, da drüben den Bereich zu checken. Ich nehme mal an, dass Zirkgirl um ihretwegen gleich diesen Overlord da reinschicken wird, um eben zu gucken, ob der dritte genommen würde. Oder sie antizipiert tatsächlich aufgrund ihrer falschen Informationen, dass da drüben wohl expandiert worden sein muss und ist dann eventuell nicht darauf gefasst, dass hier gleich eine Riesenmacht an Roaches die Karte überqueren wird. Denn es dauert nicht mehr allzu lange, bis wir Lethal Reconstitution haben. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, da hat Miezekotze tatsächlich die Upgrades ein bisschen fehlgesetzt. Natürlich braucht Lethal Reconstitution ein deutliches Stück kürzer. Ja, ich glaube, sie hat doch, ich glaube, es wird tatsächlich doch sogar relativ zeitgleich fertig. Und Miezekotze wird jetzt in der Zwischenzeit nur noch Roaches pumpen und dann eben mit diesen Roaches über die Karte kriechen, um hier drüben alles zu zerstören, was da niederkommt. Zwei Spinecaller werden bereits gesetzt. Ohne richtige Zusatzverteidigung werden die allerdings auch nicht ewig ausharren. Und es könnte tatsächlich sein, wenn jetzt dieser fiese Supply-Block hier gerade nicht wäre, dass Miezekotze sich womöglich tatsächlich den Army-Vorteil in so einer großen Art und Weise verschafft, dass es dann einfach eben keine Rolle mehr spielt. Aber sie muss natürlich entsprechenden Schaden anrichten. Hat jetzt ihre eigene dritte Basis ein gutes Stück später genommen als ihre Gegner. Ist im Augenblick noch nicht so schlimm, denn Zirkgirl hat bisher auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, aus ihrer Basis wirklich allzu viel rauszuholen. Die wird erst jetzt langsam saturiert und dadurch hat sich also diese Base bisher noch kein bisschen bezahlt gemacht. Außer eben höchstens noch durch die zusätzlichen Larven, aber die können natürlich ein Stück weit auch nicht ausgegeben werden, wenn halt die Ressourcen fehlen. Zirkgirl jetzt ebenfalls relativ dicht im Supply-Block, da sind aber bereits zwei Overlords auf dem Weg. Weitere Roaches in Produktion für Miezekotze, die wohl tatsächlich einfach so ein 10-Minuten-Timing abwartet und dann eben entsprechend mit den Roaches herüber marschieren wird. So, da ist jetzt bereits das eine Upgrade, hier sind bereits jetzt beide Upgrades fertig. Roaches strömen über die Karte. Zirkgirl sollte zumindest hier drüben die Roaches gesehen haben, weiß also, was hier blüht, produziert jetzt selber 8 weitere Roaches, die aber deutlich zu spät erst kommen werden. Das ist eben jetzt genau das große Problem. Wenn die große Masse an Roaches erstmal drüben ist und man halt gezwungen ist, jetzt schon bereits zu verteidigen, dann werden normalerweise eben die restlichen Roaches, die da kommen, einfach erst relativ verspätet reinkleckern, wenn ein Großteil unserer Armee einfach schon tot ist. Und dann haben wir natürlich letztendlich nicht viel davon. Kleiner Missklick hier auf die Bricks. Wir wollten ja normalerweise unserem Gegner nicht noch helfen, seine Sachen klein zu kriegen. Miezekotze ein bisschen unentschlossen hier, was ich jetzt so möglich noch langfristig rechnen kann. Wird jetzt hier womöglich gleich in die Zange genommen, hat aber wahrscheinlich deutlich mehr Einheit als ihre Gegnerin. Ich glaube, sie kann da in der Tat einfach drauf. Allerdings hat Zirkgirl bereits das 1-1er-Upgrade fertig, während Miezekotze jetzt nur ihr 1-0er-Upgrade hat, kann jetzt allerdings tatsächlich die Roaches zurücktreiben, wird jetzt hier die dritte Basis mit hoher Wahrscheinlichkeit rausnehmen können, kann vielleicht tatsächlich auch noch einige frisch schlüpfende Roaches hier draußen noch abfangen, bevor die überhaupt zum Großteil der Armee gehören, hat jetzt auch keine weiteren Roaches hinterhergeraced, muss natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht an der Counter-Attack stirbt.
Ah, oh, das wird jetzt heikel. Sie hat jetzt auf jeden Fall in der Zwischenzeit die Zeit genutzt, um eben ihre eigene Basis hier draußen zu nehmen und zu saturieren. Produziert jetzt weiter kräftig Roaches nach. 7 Roaches in Produktion. Natürlich hat Zirkle jetzt im Augenblick den Defenders Advantage. Sie hat jetzt eben hier die Möglichkeit, natürlich ihre Roaches deutlich schneller zur Armee hinzuzuziehen als Miezekotze. Deswegen, wie gesagt, muss sie jetzt gehörig aufpassen, was sie da macht. Versucht jetzt zumindest noch ihr Zweier-Upgrade hier gerade rauszukriegen. Das ist im Augenblick bei Zirkle nicht im Bau. Die muss im Augenblick alles, was sie an Ressourcen hat, in ihre Roaches stecken, um eben den Army-Nachteil aufzuholen. Aber wie gesagt, Miezekotze muss jetzt aufpassen, dass sie nicht an der Counter-Attack stirbt. Und das wäre natürlich richtig bitter. Aber da sind jede Menge Roaches draußen. Schauen wir uns mal kurz das Verhältnis an. 36 zu 34 für Miezekotze. Und eben die Möglichkeit, schneller zu reinforcen. Da bleibt im Augenblick Zirkle nichts anderes übrig, als sich zurückzuziehen. Und das ist jetzt womöglich der kleine Vorteil, den Miezekotze langfristig braucht. Denn sie ist jetzt 20 Supply voraus, hat bereits eine dritte Basis, hat die auch schon bereits zu großen Stücken saturiert. Wenn wir aufs Income zeigen, sehen, zeigt sich das. 400 Mineralien gut pro Minute mehr, ein bisschen weniger Gas. Das ist aber im Augenblick für die Roaches nicht so relevant. Denn womöglich kann sie ihre Gegnerin jetzt mit Roaches einfach totdrücken, weil sie eben zum gewissen Zeitpunkt X normalerweise immer über mehr Roaches verfügen wird als ihre Gegnerin. Muss natürlich aufpassen, dass sie hier nicht in die Konkave reinrennt. Ja, und wird sich jetzt auch hier wiederum zurückziehen müssen. Hatte jetzt eben gerade, denn das Upgrade ist auch noch nicht fertig, hätte auf jeden Fall warten sollen, bis das Missile Attack Upgrade fertig wird. Muss ich jetzt erstmal wieder komplett über die ganze Karte zurückziehen. Zirkle versucht jetzt halt eben hier nochmal zurückstehende Roaches irgendwie nochmal abzugreifen. Ehrlich gesagt würde ich einen Burrow-Play jetzt auch wirklich interessant finden, denn in der Tat hat Zirkle im Augenblick noch keinen einzigen Observer. Das hätte jetzt also zum Beispiel hier womöglich schon einen Unterschied gemacht, wenn einfach Miezekotzes Roaches sich einfach hätten eingraben können, denn sie ist die einzige, die im Augenblick über einen Observer verfügt, wohl nachgedacht. Ja, ich sage ja, Gas im Augenblick nicht so das Problem. Die Frage ist natürlich, ob sie jetzt schon langsam vorhat, in eine Transition zu gehen oder ob sie eben stattdessen jetzt einfach nur versuchen wird, auf Roaches zu maxen. Ja, wenn es noch ein bisschen länger dauert, dann werden jetzt auch bald die Upgrades von Zirkle besser aussehen. Und wenn Miezekotze ihr noch ein bisschen länger Zeit lässt, dann befinden sich beide auf 200-200. Und dann hat sie eben nicht mehr den entscheidenden Army-Vorteil. Wird womöglich auch noch auf Zirkles Terrain kämpfen. Ja, und dann hat sich womöglich der ganze Vorteil, den sie eben gerade noch hatte, amortisiert. Sah jetzt eine Zeit lang tatsächlich relativ gut aus. Hat sich dann allerdings einige schlechte Engagements eingefangen. Und Zirkle hat das auch gut gehalten. Da kann man jetzt nichts sagen. Wieder hier schöner Spread direkt noch vor der Engstelle. Ja, keine Möglichkeit für Miezekotze, da irgendwie reinzukommen. Wie gesagt, ich denke, die beste Möglichkeit wäre eben tatsächlich gewesen, über Burrow und vielleicht auch Burrow Movement tatsächlich da irgendwo reinzurutschen. Das hätte noch klappen können. Jetzt inzwischen der nächste Overseer da. Damit auch das keine Option mehr. Und Miezekotze versucht jetzt eben erstmal ihren Heimer dann rauszukloppen und damit eben eventuelle Roaches, die sie jetzt in kleinen Scharmützeln verlieren wird, dann eben nach und nach durch ein paar Hydras zu ersetzen, einfach um ein bisschen größeren Damage-Output zu erzielen, denn die Hydras haben halt einfach eine etwas höhere DPS. Ja, hier will sie, glaube ich, auch nicht wirklich kämpfen, da hinten greifen, aber sie haben auch einige Roaches noch die falschen Einheiten an. Jetzt steht sie zumindest in der besseren Konkave, aber wie gesagt, das große Problem natürlich, dass Zirkle, naja, im Augenblick hat sie auch noch das bessere Upgrade. Sie hat 2-0, ihre Gegner hat nur 1-1. Ja, versucht jetzt halt eben hier ihre Gegner noch irgendwie in eine schlechtere Position zu zwingen. Jetzt werden die Drohnen auf jeden Fall nochmal rübergepolt. Miezekotze will natürlich im Grunde jetzt hier einfach schön upgraden, womöglich halt eben sogar nochmal eine weitere Basis rausnehmen. Da jetzt die ersten Hydras auf dem Weg von Zirkle. Die hat aber womöglich nicht mehr genügend Meat Shield, um ihre Hydras tatsächlich effektiv zu verteidigen. Weitere Roaches, die jetzt von hinten noch nachströmen. Es sieht so aus, als könnte Miezekotze hier durchbrechen. 50 Supply Vorteil. Und da werden wohl auch die Hydras nicht mehr ganz ausreichen. Selbst wenn Zirkle, sie könnte es jetzt auch noch gerade helfen. Da jetzt halt eben die nachströmenden Einheiten. Miezekotze versucht jetzt einfach nur Einheiten so viele wie möglich rauszunehmen. Sie weiß, dass jeden Schaden, den sie jetzt noch ihre Gegner hinzufügt, nachdem die gerade die Economy hier verloren hat, 16 Worker, die draufgegangen sind, ist sie normalerweise immer in der Lage, schneller nachzuproduzieren als ihre Gegner. Muss aber aufpassen, dass sie jetzt nicht auch noch vereinzelte Einheiten verliert. Zirkle droppt bereits unter 100 Supply und damit Miezekotze jetzt im massiven Vorteil. Hat jetzt auch gleich das Grooved Spines Upgrade durch. Weiß nicht, wie es bei ihrer Gegnerin aussieht. Wo ist überhaupt der Hydra denn? Da hinten. Und da sind wohl, soweit ich das sehen kann, beide Upgrades bereits erforscht. Ach, das ist immer das Problem hier mit diesem... Ah ne, das ist Unit und Upgrades auf P. Ne, immer noch nicht. Wo. Ist auch wurscht. So, ich kann es, glaube ich, hier nochmal gucken. Groove Spines, wie sieht es mit der Range aus? Ja, Range 6, also da ist auch schon alles fertig. Da ist auch schon das Speed Upgrade drauf. Okay, ne, das ist, glaube ich, nur das Speed Upgrade vom Creep. Ja, okay, der Movement Speed ist da jetzt noch nicht erhöht. Ja, Miezekotze versucht jetzt hier also nochmal von der Seite drauf zu kommen. Habe wieder ein bisschen Tempo aus dem Cast rausgenommen. Hat jetzt 190 zu 128 Supply. Das sieht mir aber nicht so aus, als würde sie jetzt hier mit der tatsächlich viel, viel größeren Armee angreifen. Da ist auch nur eine Menge Unit, da sind nur eine Menge Einheiten, die tatsächlich quer über die Map verteilt sind. Zirkles Army besteht jetzt größtenteils eher aus Hydras anstatt aus Roaches. Und das ist im Grunde Miezekotzes größter Vorteil. Denn die Hydras, auch wenn sie eben mehr Schaden austeilen, sind halt nur mal die Glaskanonen. Zirkle verliert und Miezekotze zieht sich auf 3 zu 3 ran. Meine Damen und Herren, was für ein Match! Wir sind im letzten Match dieses Abends, meine Damen und Herren. 3 zu 3 ist der Spielstand und beide Mädels haben es tatsächlich geschafft,
uns ein Showmatch über die komplette Distanz zu bescheren. Und ich freue mich. Es ist eine wunderbare Geschichte. Und in der linken unteren Ecke, in blau, haben wir die Herausforderin des heutigen Showmatches, Miezekotze. Und in der rechten oberen Ecke die Titelverteidigerin, die gelbe Zerg-Spielerin, Zerg Girl. So, beide schicken ihren Overlord erstmal in die falsche Richtung. Wie gesagt, können die ja vorher nicht wissen. So, da haben wir jetzt Hatchery First von Zerg Girl. Also, das, was wir im Grunde schon vorausgesagt hatten. Die Riesenspieler-Map, 4-Spieler-Map, riesengroß. Also definitiv beste Möglichkeiten, um hier ein Makro-Game in die Gänge zu kriegen. Miezekotze nimmt ihr altbewährtes und in jedem Spiel versuchtes klassisches Opening mit Pool First und dann eben erst into Hatch. Das hat ihr bisher noch kein Stückchen geschadet. Wie gesagt, in der Theorie ist es natürlich so, dass die Spielerin, die mit Hatch First eröffnet, einen kleinen ökonomischen Vorteil im Early Game hat, weil sie eben aufgrund der etwas früheren Hatch zuerst ein paar Larven, ein bisschen früher natürlich auch kriegt, die schlüpfen. Außerdem eben dann auch die Möglichkeit, schon ein paar mehr Drohnen dann eben zu produzieren dadurch und letztendlich eben eine Möglichkeit besitzt, etwas schneller ins Makro-Game einzutauchen. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles nur graue Theorie, denn der Gegner agiert ja auch und wir müssen ja letztendlich eben auch mit Bedrohungen durch den Gegner rechnen. Von daher kann man dann nicht immer so schön hochdrohen, wie man denkt. Aber wie gesagt, in der Theorie natürlich erstmal das ökonomisch optimalere Opening mit der Hatch First, dann eben in den Extractor und dann eben in den Spawning Pool, so wie wir das von Circle bisher häufig gesehen haben. Auch sie, im Grunde, muss man jetzt leider ein bisschen sagen, eben auch ihr One-Trick-Pony, versucht also immer wieder mit derselben Art von Early Aggression hier bei Miezekotze reinzukommen. Man muss natürlich sagen, letztendlich gibt es natürlich nicht ultimativ viele verschiedene Openings, die tatsächlich auch ohne große Risiken funktionieren. Denn man muss letztendlich eben davon ausgehen, dass eine der beiden Seiten wohl Linge produzieren wird und auch Speedlinge produzieren wird und man deswegen eben auch indirekt gezwungen wird, eben selbst den Speed und vielleicht eben auch das Baning Nest zu nehmen. Denn wenn man halt nicht aufpasst, hat man halt eben schneller als man denkt plötzlich eine Riesenarmee von Zerglingen in der eigenen Base und das natürlich eine Situation, die höchst unangenehm werden kann, wie wir inzwischen schon mehrfach innerhalb der Serie gesehen haben. Von daher, klar, einerseits mag es ein bisschen einseitig erscheinen, andererseits muss man natürlich auch gucken, dass man nicht durch irgendwelches Fancy-Play eben ein sicher geglaubtes Spiel eben plötzlich noch abtritt, einfach nur, weil man mal originell sein wollte. Das wollen wir natürlich auch vermeiden. Miezekotze jetzt schon bereits einen kleinen Supply-Vorteil, wollen wir mal gucken, hier in Sachen Drohnen gleich auf. Da sehen wir also, dass im Grunde ihr die etwas spätere Hatchery nicht wirklich effektiv geschadet hat. Hat jetzt eben auch hier schon genügend Queens draußen, fängt jetzt bereits an, den Creep erstmal ein bisschen zu verbreiten. Circle hat jetzt allerdings hier diesen Spinecrawler gesehen, weiß also wohl damit auch, dass ihre Gegnerin versuchen wird, wohl eher ein bisschen defensiver zu spielen. Sie selbst hat sich jetzt eben schon auf ein aggressives Opening eingestellt. Ja, und das jetzt natürlich eben, wie gesagt, schon ein bisschen voraus, schon ein bisschen mehr vorauszuschauen. Da sind jetzt bereits die ersten Linge unterwegs. Hier ist bereits die Wall im Bau und ich hatte ja schon bereits angekündigt, das, was ich eben sagte, die Choke hier ist relativ schmal, damit also im Grunde die Möglichkeit, mit relativ wenigen Gebäuden tatsächlich den Bereich hier abzuriegeln. Natürlich trotzdem das Problem, dass das ein oder andere Gebäude aufgrund der Art, wie breit die Choke eben ist, das ein oder andere Gebäude immer ein bisschen hervorstehen muss. Da gibt es kaum eine Möglichkeit, das zu verhindern. Und damit eben eine etwas größere Angriffsfläche bietet als all die anderen Gebäude. Damit also relativ schnell weggeknuspert werden kann. Mit 4 Queens, die allerdings dahinter stehen und dem Spinecore natürlich eine schöne Möglichkeit. Hier jetzt eben die Banelinge und ich wette, dass Miezekotze bereits weiß, was auf dem Markt ist. Denn sie hat das Ganze jetzt ja schon mehrfach abgekriegt. Wird also hoffentlich gut genug vorbereitet sein gegen die Early Aggression. Es hat für Circle jetzt bereits einmal funktioniert auf Map 5. Wird es auf dieser Map wieder funktionieren? Da preschen jetzt die Banelinge rein. Hier sind die Banelinge
Zerklinge jetzt fast alle tot. Im Augenblick also nur Zerklinge, die jetzt hier tatsächlich noch weiter angreifen können. Aber die Lücke ist offen. Weitere Zerklinge werden noch nicht über die Map geballt. Es scheint so, als würde Zerkle jetzt wohl eher versuchen, nur hiermit jetzt eben so viel Schaden wie möglich anzurichten. Schafft jetzt auch tatsächlich den Roach One rauszunehmen. Und das natürlich jetzt besonders kritisch in dem Falle. Sie produziert im Augenblick, hoppla, und so weit raus wollte ich jetzt eigentlich nicht. Danke, wieder zurück. So, produziert jetzt hier zumindest weitere Zerklinge nach, denn wie gesagt, die Wall ist jetzt weit offen. Da sind jetzt zumindest die ersten Roaches draußen. Mizukotz hat in der Tat nicht allzu viele Worker hier in dem Falle verloren, wenn ich das richtig sehe, sogar gar keinen. Sondern letztendlich eben eigentlich nur Queens und Army-Units. Sieht von daher also insgesamt gar nicht so schlecht aus, denn sie hatte eben jetzt, ja gut, letztendlich hat auch sie jetzt eben gerade eine ganze Menge Units produzieren müssen. Hat jetzt eigentlich schneller wieder mit dem Droning ein bisschen angefangen, hängt damit also mit den Drohnen ein bisschen voraus, während Zerkle im Augenblick immer weiter Linge pumpt und die werden langsam, aber sicher immer ineffizienter. Die Gebäude werden zum Glück noch rechtzeitig fertig, haben damit jetzt halt eben auch noch einen Großteil ihrer Gesundheitspunkte. Allerdings da drüben die Evolution Chamber natürlich schon angeschlagen, die Evolution Chamber noch nicht fertig, damit also potenzielle Ziele, um eben gegen nochmal da durchzukommen. Aber so wie es aussieht, versucht jetzt tatsächlich Zerkle hier mit aller Gewalt durchzudrücken. Ihre Gegner hat jetzt bereits die ersten Roaches fertig. Wir haben im Augenblick auch noch keinen weiteren Tech im Bau für Zerkle. Die rückt jetzt hier nach hinten, versucht jetzt wie gesagt hier mit den Banelängen durchzudringen, hat aber noch nicht mal eine richtig komplette, hat die Wall noch nicht mal komplett richtig erschlagen und das sieht jetzt natürlich sehr gut für Mizukotz aus. Und sie muss aufpassen, sie hat hier eine kleine Lücke innerhalb da drin, stellt jetzt gleich die Roaches eben erstmal auf die Hold Position, damit die Linge nicht die Möglichkeit durchzukommen. 59 Supply zu 42 für Mizukotz, die jetzt ganz klar vorne liegt, was die Ökonomie angeht. 7 weitere Roaches Punkte, da kommen nur noch Linge nach auf Seiten von Zerkle und die hat kein richtiges Follow-up. Kann sich das auch im Augenblick nicht wirklich leisten. Oder wird der Crawler ausgegraben, das könnte nochmal kritisch werden, aber es sind genügend Roaches da, um die Lücke auch tatsächlich noch zuzumachen. Ja, das sieht gut aus, meine Damen und Herren. Das sieht gut aus für unsere deutsche Spielerin. Das muss man jetzt einfach mal so mit Begeisterung sagen. Tut mir leid, wenn ich da jetzt eine Position einnehme, die man vielleicht als Caster, als unprofessionell bezeichnen könnte, aber das ist mir wurscht, denn im Augenblick liegt die Mizukotze meilenweit vorne und wenn sie jetzt im Grunde eigentlich nur noch kräftig auf die Roach-Tube drückt und vielleicht noch hinten dran ein bisschen Einheiten pumpt, dann sollte sie das Ganze ohne Probleme halten können, denn von Zerkle kommen im Augenblick nur Linge und sie hat ja auch sonst nichts. Im Augenblick versucht sie sich jetzt hier, wie gesagt, nochmal erstmal über die nächsten Strecken zu retten, indem sie hier weitere Spinecrawler baut, damit sie wenigstens ein bisschen was zur Verteidigung hat, denn sie weiß natürlich, dass Mizukotze jetzt die Roaches durchdrücken wird, um eben womöglich ihr die Gegenseite einzurennen. Muss jetzt halt aufpassen, darauf hat Zerkle jetzt im Grunde nochmal gewartet. Schöne Aktion jetzt hier von ihrer Seite. Sie hat im Grunde nur darauf gewartet, dass ihre Gegnerin eben rausrücken würde. Hat jetzt einen Lingenbanball gestartet, eine Sache, die normalerweise Mizukotze ebenfalls sehr gerne benutzt. Mizukotze bringt jetzt erstmal einen Großteil ihrer Drohnen nach Möglichkeit in Sicherheit, muss jetzt leider ihre Roaches nochmal zurückziehen. Dadurch wird natürlich ihr eigener Push nochmal hart verzögert. Die beiden Spinecrawler hier nehmen zumindest nochmal ein, zwei Linge raus, bevor sie tatsächlich effektiv angreifen können. Da hinten wird jetzt immer nochmal eine weitere Queen sterben. Oh, ein bisschen früh die Drohnen hier zurückgezogen. Das ist natürlich hervorragender Schaden, der hier verteilt wird. Da werden auch nochmal weitere Drohnen gekillt. Ja, und damit hat jetzt tatsächlich Zerkle es doch nochmal geschafft, eben den Schaden auszuteilen, den sie vielleicht austeilen wollte. Aber das Problem ist, ob sie am Counter-Push jetzt nicht einfach stirbt. Klar, sie ist jetzt ökonomisch wieder vorne, hat damit jetzt also eben eventuell die Möglichkeit, ja, sie hat eine ganze Menge Linge, sie wird jetzt, aber die Linge alleine werden nicht ausreichen, das sind so viele Roaches, die Linge alleine werden es nicht reißen, aber mit genügend Spinecrawlern und einer entsprechend guten Position kann sie vielleicht diese Position hier halten. In der Zwischenzeit muss Mizukotze natürlich zusehen, dass sie jetzt diese Linge auf jeden Fall erstmal irgendwie aufhält. Ja, Zerkle kann die jetzt nicht als Runby laufen, wenn sie das macht, ist sie vorne tot, das kann sie sich auf gar keinen Fall leisten. Wird jetzt vielleicht versuchen, nochmal mit den Lingen dann eben hier die ganze Seite einzugrenzen, sodass die Roaches, wenn sie denn dann erstmal hier in der Lücke stehen, sich eben nicht mehr zurückziehen können und da ist Mizukotze tatsächlich direkt in die Falle gelaufen. Puh, und so schnell kann sich das Blatt drehen, meine Damen und Herren. Wir sehen jetzt, wie die Roaches hier eben versuchen, noch möglichst gut anzugreifen. Ziehen sich jetzt zumindest erstmal hier aus dem Spinecrawler-Wall zurück. Tja, und jetzt hat sich das Spiel schon indirekt wieder ausgeglichen. Zerkle musste trotzdem wahnsinnig viel Drohnen und eben auch Mineralien investieren in Kampfeinheiten, um hier nicht eben einfach instant zu sterben. Dadurch hatte Mizukotze jetzt die Möglichkeit, den bisher gemachten ökonomischen Schaden tatsächlich wieder wegzumachen und aufzuholen. Hat jetzt hier vorne auch selbst nochmal die Wall komplett zugemacht, damit ihr eben das mit dem Lingrun-Buy nicht nochmal passiert. Und versucht stattdessen eben hier vorne erstmal einen kleinen Soft-Contain zu betreiben. Kann allerdings natürlich auch selber im Augenblick nicht expandieren. Zerkle checkt das, sieht, dass hier drüben noch keine dritte genommen wurde, dürfte jetzt erstmal kräftig ausatmen. So wie ich das vielleicht auch mal machen sollte. Und hat jetzt hier erstmal eine ziemlich sichere Roach-Proof Wall an Spines gegründet. Ja, da können die Roaches im Augenblick nicht irgendwie angreifen. Da gibt es keine Möglichkeit. Die Choke einfach hier, diese Schmalstelle, einfach viel zu eng. Es sind nicht gerade die Thermopylen, aber es ist zumindest eng genug, als dass sie mit den paar Roaches hier im Augenblick nicht angreifen kann. Hat sogar noch ein paar weitere Queens nach vorne gezogen, um eben zu transfusen. Könnte jetzt sogar theoretisch hier vorne auf dem Creep ihre eigenen Creep-Tumore verbreiten. Das fände ich schon ulkig. Ansonsten hat sie jetzt hier zumindest den Leer jetzt erstmal fertig. Wir sollten mal wieder auf die D-Anseite gehen. Ich frage mich immer, warum ich das jedes Mal vergesse. So, jetzt kommt erstmal der Roach One hinterher. Ja, Mizukotze nach wie vor im Vorteil. Lasst euch da nichts irgendwie sagen. Also das ist definitiv noch eine Möglichkeit. Zerkle hat jetzt hier
vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich noch mit dem Run-By irgendwo rauszurücken. Wie gesagt, im Augenblick sieht sie nach wie vor, dass keine dritte genommen ist. Hat natürlich die Base hier drüben nicht im Auge. Die wird jetzt aber womöglich von den Lingen hier erstmal gleich gescoutet werden. Ja, und nach wie vor, also die Miezekotze muss eben leider in Ermangelung der entsprechenden Ressourcen, die ja eben durch den Run-By ihr verloren gegangen sind. Oh, da stoßen jetzt hier die Linge sogar nochmal auf die Roaches. Ja, dadurch jetzt halt eben hier hinten schon wieder die Wall offen. Na, ein bisschen ärgerlich hier für Miezekotze. Hat er nicht schnell genug reagiert. Da waren die Roaches tatsächlich auf einmal. Ist natürlich auch nicht schön, dass das hier alles Move-Befehl war. Sie rallyt halt im Augenblick einfach nur Units nach vorne. Hat hier hinten aber wohl einfach genug zur Verteidigung, als dass sie die Linge keine Schmerzen mehr bereiten. Setzt jetzt einfach nochmal einen Sicherheitsbeincrawler. Den sollte sie hier unten, glaube ich, meiner Meinung nach auch nochmal setzen. Nur für den Fall, dass doch nochmal Circle versucht, mit irgendwelchen Lingen durchzubrechen. Tja, und die Supplies nähern sich zwar an, nichtsdestotrotz hat Miezekotze hier die etwas wertigere Armee, aber das ist, wie gesagt, nach wie vor eine echt eklige Stelle, um anzugreifen mit dieser Spinecrawler Wall. Und in der Zwischenzeit hat jetzt auch Circle die Möglichkeit gehabt, einige Roaches nachzuproduzieren. Miezekotze hat zwar im Augenblick die etwas größere Armee, aber die macht natürlich keinen Unterschied, wenn die Static Defense da ist und die Banelinge eben tatsächlich in all die Roaches reinplätschern, um dann eben hier doch einen Großteil der Hitpoints wegzuziehen. Also es sind noch nicht genug und Circle zieht jetzt, wie gesagt, halt eben nach und nach hinterher. Sieht so aus, als wollte Miezekotze jetzt wirklich ins very, very late game gehen, indem sie jetzt eben selbst ihre eigene Dritte nimmt. Das sieht der Overlord hier drüben allerdings natürlich sehr genau und damit weiß jetzt auf jeden Fall Circle, was los ist. Ja, sie hat jetzt natürlich das dicke Problem, dass sie diese dritte Basis hier womöglich nicht lange halten kann. Wichtig ist natürlich, dass Miezekotze mitbekommt, dass die ist, aber das bekommt sie auch, denn da ist der Overlord. Ja, und jetzt muss sie im Grunde eigentlich nur noch zusehen, dass sie eben diese dritte Base irgendwie verweigert. Er darf natürlich nicht hier an dem Rande vorbeiziehen, sondern muss im Grunde jetzt halt eben hier über den Rand vielleicht vorbeiziehen und da eben versuchen reinzukommen. Muss natürlich aufpassen, dass sie sich dann eben von der Armee von Circle nicht irgendwie out of position erwischen lässt. Aber insgesamt ist das jetzt eigentlich das Wichtigste, dass sie selbst ihre eigene dritte hochkriegt und gleichzeitig eben Circles dritte verweigert. Denn dann hätte sie tatsächlich eben die Möglichkeit, im Ultra-Late-Game vielleicht noch was zu reißen. Hat zumindest eben gerade das Infestation-Pit gebaut. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie direkt mit Infestoren engagen will. Das wäre jetzt hier auch gar nicht unbedingt notwendig, denn sie könnte jetzt tatsächlich versuchen, in irgendeinen Late-Game-Tech zu gehen, seien das Ultralisken oder eben auch im ganz schlimmsten Falle noch Broodlords, was ich eher jetzt nicht empfehlen würde. Ich glaube, die Ultras würden schon früh genug reichen. Die Frage ist natürlich, ob sie das jetzt halt eben noch gebacken kriegt. Lässt sie zumindest einige weitere Roaches vorbeistreben. Die könnten womöglich jetzt freie Beute sein für Circle, die jetzt im Augenblick auch hart Supply-Block ist, während Miezekotze schon ihren Supply auf 190 aufgestockt hat. Ja, die Roaches wird sie jetzt hier mit Sicherheit verlieren. Die werden nicht mehr davon kommen. Die sind jetzt hier gleich umzingelt. Ich weiß noch gerade nicht, warum. Ah, Circle muss davonziehen. Multi-Prong-Harassment hier von Seiten von Miezekotze, die jetzt hier oben zumindest einen großen Teil der Spinecrawler rausnimmt. Aber dabei auch gleichzeitig viele Roaches hier unten an der Flanke verliert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut sich das ausbezahlt hat. Hier unten greifen die Roaches nicht mehr die Hatchery an, das heißt, sie greifen nur vereinzelte Einheiten an. Ja, da stirbt eine ganze Menge weg, sowohl auf Seiten von Miezekotze als auch auf Seiten von Circle. Aber Miezekotze hat womöglich jetzt schon die etwas bessere Möglichkeit, das nachzuproduzieren. Rallyt auf jeden Fall weitere Einheiten rein. Ich weiß allerdings nicht, wie gut mir das gefällt. Verliert jetzt hier vorne auch die letzten Roaches, die sie hat. Und wenn sie jetzt Pech hat, strömt Circle gleich einfach mit ihrer bestehenden Armee rüber. Ja, und das war auf jeden Fall das Engagement, dass sie jetzt ein bisschen ihren Vorteil verspielt hat. Sie hat jetzt hier unten keinen wirklich signifikanten Schaden gemacht, hat halt nur ein paar Spinecrawler niedergerissen, aber auf die kann Circle inzwischen auch locker verzichten, denn jetzt hat sie langsam ein stehendes Heer, mit dem sie es eben mit Miezekotze aufnehmen kann. Hier leider noch ein kleiner Overlord, Miss Rally, der aber Gott sei Dank von der Queen verschont wird. Nicht ganz ordentlich aufgepasst hier auf der Seite. Ja, aber das wäre eben in der Tat ihre Chance gewesen. Hat jetzt da versucht, ihre Gegnerin mit einem kleinen Roach-Run-By irgendwie abzulenken, aber weder der Roach-Run-By noch tatsächlich ihre eigene Attacke haben hier tatsächlich irgendwas geschehen gemacht und jetzt hat sich der Supply wieder annähernd angepasst. Sind jetzt also an der Phase, wo beide Spielerinnen erstmal wieder kräftig aufdrohen können, aber Circle hat in der Tat deutlich mehr Arbeiter und damit jetzt eben auch das deutlich bessere Income, zieht jetzt um 500 Mineralien nach vorne weg und das, was lange Zeit aussah, als wäre es Miezekotze Spiel, dreht sich jetzt schrittchenweise für Circle wieder um. Hier werden zumindest die ersten Upgrades auch fertig. 1-1 jetzt durch für Circle. 2-1 allerdings schon durch für Miezekotze. Das im Augenblick noch ihr bestehender Vorteil. Aber Miezekotze wagt im Augenblick keine weitere Attacke. Will jetzt erstmal zusehen, dass sie ihre eigene Basis saturiert und gibt dadurch natürlich Circle noch mehr Zeit, um wieder nachträglich ein bisschen ranzuziehen. Da wird jetzt auch schon bereits der Hydra denn gesetzt. Ich weiß noch nicht, ob wir einen Hydra denn schon auf Seiten von Miezekotze haben. Ihre eigene Basis ist jetzt hier bald weggeknuspert. Sie müsste auf jeden Fall nochmal
mal zusehen, dass sie vielleicht auch hier drüben nochmal eine vierte Base liegt. Die wird auch noch nicht mal von Circle überwacht. Das kann sie natürlich nicht wissen, wäre aber jetzt natürlich eine optimale Möglichkeit. Und sie spielte stattdessen Infestoren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie mir das gefällt. Mit den richtigen Fungals kann das eine Menge ausmachen. Wie gesagt, wenn sie die Hydralisken, die Glass Cannons mit den Fungals gut erwischt, wenn sie die Roaches in einer wirklich schlechten Position fangeln und festhalten kann, um eben selber die bessere Konkave zu kriegen, dann kann das alles sein. Dann kann das Spiel entscheidend sein. Wenn sie es allerdings nicht schafft, out of position erwischt wird, einen Augenblick lang nicht aufpasst und ihre Gegnerin ihr eben den schlechteren Kampf aufzwingt, dann sind halt die Investoren totes Supply. Das ist hin und her gerissen. Schwierige Geschichte im Augenblick. Das jetzt wirklich noch vorauszusagen. Ich würde in der Tat sagen, dass Circle jetzt womöglich ein bisschen besser aussieht. Es ist ziemlich even. Es wird auch sehr auf die Mikroleistung ankommen und wann eben die Gegner es entsprechend erwischen. Miezekotze setzt jetzt ihre vierte Basis. Die wird allerdings einen Augenblick brauchen, bevor sie sich endlich rentiert. Hat jetzt inzwischen hier oben fast schon ihre Basis outmined, aber dasselbe Problem hat Circle natürlich auch. Auch sie dürfte jetzt vermutlich irgendwann relativ bald expandieren. So, da drüben wird auf jeden Fall nochmal ein Overseer rausgenommen. Ansonsten Circle natürlich relativ defensiv, baut jetzt allerdings natürlich eine recht potente Armee auf mit Roach Hydra, während wir auf der anderen Seite halt im Grunde nur Roach und Infester haben. Und ich sag ja, das kann funktionieren, das kann sich auch hart rächen. Alles hängt im Grunde von den Fungals der Infestoren ab. Wenn die, wie gesagt, die geklumpten Hydralisken gut kriegen oder es eben schaffen, die halbe Armee an einer wirklich schlechten Position zu fangeln und dann eben zu umzingeln, dann kann das reichen. Aber die Upgrades alleine werden es nicht mehr tun, denn da sind jetzt beide Spielerinnen fast gleich auf. Miezekotze und Circle fast dasselbe Supply. Miezekotze rückt jetzt vor, hat im Augenblick die Sicht über ihre Gegnerin, weiß, dass ihre Gegnerin hier ist und sich mit den Overlords befindet, zieht jetzt entsprechend nach vorne, fächert ihre Armee auf, versucht jetzt hier nochmal reinzukommen. Oh, und ich weiß nicht, das ist keine gute Position. Die Roaches stehen hier direkt dran, da drüben jetzt eben die Möglichkeit, die Fungals zu setzen. Da werden die ersten Roaches getroffen, die Hydras nicht wirklich getroffen. Die meisten der Fungals sitzen noch nicht richtig drauf, einige der Infektoren schon bereits rausgenommen. Ja, Miezekotze hat die kleinere Armee, Circle wird drüber rennen und das war's dann leider, meine Damen und Herren. Die Träume sind zerplatzt. Schade, schade. Aber nach dem Engagement wird sich Miezekotze leider nicht mehr retten können. Die 10 Roaches, die sie danach produziert, die werden ihr leider nicht mehr helfen. Der Infester-Tech einfach nicht die wirklich perfekte Wahl. Ja, die Roaches kriegen jetzt hier nochmal einiges an Schaden durch den Fungal drauf. Das ist auch ein ziemlicher Flächenschaden. Aber die 20 Hitpoints für die Roaches einfach unerheblich. Selbst wenn Circle jetzt vielleicht noch nicht... Ja doch, sie wird es schaffen. Sie wird jetzt hier... Da kommen weitere Roaches hinterher. Sie wird jetzt einfach den kleinen Restarmee hier einfach töten. Und dann womöglich direkt in die Natural rennen. Müsste sie noch nicht mehr. Könnte womöglich eben noch hier drüben reingehen. Miezekotze zieht die letzten Einheiten. Das letzte Gefecht direkt in der Mitte ihrer drei Basen. Ja, aber das wird sie Circle leider nicht mehr abbringen können. Schade, schade. Aber Circle... holt sich das Spiel. Ach, da kann sich die Jenny ärgern. Das hatte sie im Grunde schon fast gewonnen. Schade, schade, schade. Da hat sie es so sehr gewollt. Da wollte sie so sehr hier vorne rein, als die ganzen Spinecaller noch standen. Da war sie nicht ganz sicher, was sie jetzt machen soll. Soll sie jetzt so schnell expandieren? Soll sie noch versuchen, ihre Gegnerin irgendwie mehr zu bedrängen? Soll sie noch mehr Roaches produzieren? Ja, da hat sie es dann leider mit einem etwas schlechten Engagement hier vorne dann verschenkt, als sie mit dem Kopf durch die Wand wollte. Verständlich. Ja, es ist halt schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren in so einer Situation. Ja, das sagt sich immer so leicht, wenn man daneben sitzt und das kommentiert und nicht selber hinter dem Keyboard sitzt und spielt. Ja, aber das ist definitiv die entscheidende Situation. Schade, schade. Wie gesagt, da hatte sie es schon auf der Schippe, das Match für sich zu holen, beim nächsten Mal wieder anzutreten. Aber eine würdige Gegnerin war sie allemal. Ja, das war eine sehr spannende Reihe. Da schickt sie noch die letzten Units Korean-Style-like rein. Never give up, never surrender. Und Circle drückt dadurch. GG, Gratulation. Und Circle gewinnt das Match 4-3.